1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Das heutige Thema ist Fanleben, Fankultur. In den letzten 1,5 Jahren habe ich sehr, sehr viele Gäste aus der Fanszene zu Gast gehabt, wie Ultras Tornados, die Lions, den Gräserrollern, Domenico Iacono oder auch den Gerhard Niederhuber von dem Club der Freunde des SC Rapid. Und heute freue ich mich sehr über besondere Gäste, nämlich über den Harry und Robert, der Klempner Rapid, ein legendärer Fanclub, der kein offizieller Fanclub ist, aber ein legendärer Haufen an Allesfahrer, großartigen Rapid-Anhängern und mittlerweile auch sehr, sehr guten Bekannten, wenn nicht sogar Freunde. Harry und Robert, ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo, ein bisschen, vielen Dank. Ein bisschen über euch, über die Klempner, über alles, was damit zusammenhängt und hängt viel damit zusammen. Ich möchte euch, ihr seid es vielleicht schon gewohnt zu Beginn, bitten, jetzt unabhängig von euren Klempner-Dasein, wie seid ihr als junger, kleiner Harry, als kleiner Robert, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, was waren so eure ersten Erlebnisse mit Rapid, wie seid ihr mit Rapid überhaupt in Verbindung gekommen? Ja, also hallo allerseits, Heinz, danke, dass du uns eingeladen hast in diese illustren Runde von Menschen, die da schon zu Gast waren, Menschen aus der Rapid-Szene. Also bei mir war es im Grunde ganz klassisch. Mein Vater war ein großer Rapid-Fan, ist also auf nahezu alle Heimspiele gegangen oder Spiele im Raum Wien und hat mich also als Kind mitgenommen. Ich war noch nicht einmal in der Schule, war im Kindergarten. Ich kann sogar ein Dank-Rapid-Archiv ganz genau benennen. Es war am 18.03.1972, Rapid gegen Vienna auf der Pfarrwiese. Das war eigentlich ganz lustig, weil also mir so die gelb-blauen Dressen so gut gefallen haben und ich dann fast ein bisschen eher für die Wiener die Daumen gedrückt habe. Und mein Vater hat das dann mit mir thematisiert und also wir sind ein paar Mal auf die hohe Warte auch gegangen, aber zuletzt hat er mich dann also in die richtigen Bahnen gelenkt nach relativ kurzer Zeit und da bin ich ihm natürlich dafür ewig dankbar. Aber wenn er sich dann manchmal doch dort in den Jahren danach, naja, servus, die Geister dich rief, der macht es doch ein bisschen extremer als ich, also aber so bin ich zu Rapid gekommen und dann mit meinem Vater weitergegangen, dann irgendwann einmal geht man mit den Schulfreunden, irgendwann wechselt man halt dann auf die Hintertortribüne, damals schon im alten Weststadion auf die West. Ja, so hat es begonnen bei mir. Robert. Ja, also bei mir war es auch der Vater, mit dem ich zum ersten Mal am Match war, und zwar Februar 1975, auch auf der Pfarrwiese. Da habe ich sogar noch ein offizielles Bild von diesem Spiel. Es war LASK gegen Rapid, 0:1, Torschütze, der hier abgebildete Helmut Kögelberger, sehr richtig. Ja, mein Vater war eigentlich kein Fußballfan, aber er war Amateurfotograf und er wollte immer so verschiedenste Sachen wie Familienfotos, Blumen, Tiere, und da ist natürlich einmal der Sport auch ein Thema gewesen, sind wir auf die Pfarrwiese gegangen, aber so richtig auf die Spiele bin ich mit meinem Großvater gegangen, und der ist, stammen aus dem Waldviertel, und der ist nach Wien gezogen, weil wir sind 4 Geschwister, und der hat das sozusagen in die Hand genommen, der hat dann gesagt, so, jetzt gehen wir jedes zweite Wochenende auf die Pfarrwiese, und es hat keinen anderen Verein gegeben, also der war da jetzt, hat gesagt, ja, Rapid und so, nicht? Und ich habe ihm eigentlich schon damals gedrängt und gesagt, du, ich habe da mitgekriegt, Rapid, die spielen ja nicht nur da auf der Pfarrwiese, da gibt es ja in Wien Sportclub Vienna und Simmering oder was da alles. Und das sind wir dann auch zu diesen Spielen, weil ich ihm so gedrängt hat. Also das war dann nicht mehr 14-tägig, sondern schon dann wöchentlich. Und auch eine Besonderheit war, dass ich bin im Otterkring aufgewachsen, dass der hier abgebildete Rapid-Spieler im selben Bild hier, der Egon Bayeng, der hat im selben Haus gewohnt. Also Rapid hat dort eine Wohnung angemietet gehabt. Ein Stock drüber, der Egon Bayeng stammt ja aus der Steiermark und hat mit seiner Familie da oben gelebt, mit 2 Kindern. Und ich bin dann, ja, meine Mutter hat dann eh schon 4 eigene Kinder gehabt, aber da hat es dann auf die 2 Bayern-Kinder auch aufgepasst. Und ich bin dann mit der Frau Bayern
mit dem Auto damals auf die Pfarrwiese gefahren und bin dann schon ins Rapid-Universum eingetaucht und bin dann auf der damals überdachten Tribüne gesessen mit der Frau Krankl und so weiter. Und das war natürlich auch für mich als 7-8-Jähriger ein Erlebnis, wenn man da sitzt und da, ja, da ist die Spielerfrau und die Spielerfrau. Und bin dann natürlich auch voll dann reingekippt. Und wie gesagt, wenn ich nicht mit ihr gefahren bin, dann war ich mit meinem Opa dort. Und nachdem der Egon Bayern ausgezogen ist aus der Wohnung, ist dann der Helmut Kirsitz eingezogen. Also es war da, bin ich dann, glaube ich, nicht mehr so oft mit denen auf die VIP die Bühne gegangen, aber trotzdem, also das war, da war ich dann eh schon voll drinnen in dem Rapid-Rausch und ja, ja, wie dann beim Harry auch später dann mit den Schulfreunden und so weiter, ja, dann gefahren. Und Harry, noch kurze Frage, weißt du noch, wie das Spiel ausgegangen ist, das Wiener Spiel? Ja, die Wiener 20 gewonnen. Das heißt, was uns drei vereint, dass unsere ersten Rapid-Spiele nicht gewonnen wurden. Bei mir war es ein Spiel gegen Wacker Innsbruck, 1-1, 77. Robert hat sogar verloren, also das, ja, gut. Ja. Wir sind ja auch sozialisiert worden im Grunde in den 70er Jahren diesbezüglich, als die Austria leider sehr dominant war. Ja, genau, das war natürlich in der Schule und vor allem im Stadion sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wenn man durch diese Schule geht, also dann halt man einiges aus. Halt noch ein paar Niederlagen. Einmal. So ist es, ja. Gut, wie ist es dann bei euch weitergegangen? Wann waren so die Kontakte zur, ich sage jetzt einmal, Fankurve, du hast gesagt, du warst hinter Tor, hinter Tor, wo er dann schon langsam auf Anfang, vor allen Dingen Ende der 70er, Anfang der 80er, ein bisschen sowas wie organisierter Support gekommen ist. Warst du da auch schon dabei? Beziehungsweise warst du auch bei den Fahnenschwenkern noch der Fahrwiese noch? Oder kannst du da noch also Fahrwiese nein. Also ich war schon öfters allein auf der Pfarrwiese auch. Also wir haben damals in Gerersdorf gewohnt, also wirklich auf der anderen Seite von Wien. Und das war ja wirklich eine Weltreise eigentlich mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln über 1,5 Stunden von Gerersdorf nach Hütteldorf. Also ein Spiel quasi. Ne? Ja, durfte aber trotzdem also schon mit 10 oder was, also alleine irgendwie diesen Weg bestreiten. Also das war natürlich super. Aber nein, also Fahnenschwenker oder so, nein. Also natürlich, man hat gesehen, die Leute Stimmung machen, aber also da war ich sicher nicht dabei. Und als wir dann im neuen Stadion waren, da war es natürlich schon so, dass man da gleich gesucht hat, eben Nähe, Westtribüne, beziehungsweise damals ist man auf die andere Seite, auf die Ostern rübergegangen oder so. Keine Sektorengrenzen. Genau. Also ich habe da schon die Nähe von diesen Leuten natürlich gesucht, ja, und Leute, die bis heute zum Teil bekannt sind, war aber nicht wirklich irgendwie dabei, sozusagen. Ja, und das ist dann so weitergegangen. Da hat man immer mehr Leute kennengelernt natürlich dann. Und so viel waren sie damals und ja auch nicht. So viel waren sie nicht, außer beim Dabe vielleicht. Ja, ja. Ne? So Beginn der 80er. Natürlich habe ich da etliche Leute gekannt. Das waren aber vor allem eigentlich Schulfreunde, gar nicht unbedingt Leute, die ich dann dort kennengelernt habe. Das ist dann erst ein bisschen später gekommen. Wie sind dann die Klempner entstanden? Jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung, weil die Klempner, glaube ich, sind ja in den 90er Jahren entstanden. Gibt es auch ein, ja, erzählt es was, ja. Wie das, weil Klempner ist ja eigentlich auch kein sehr wienerischer Ausdruck, ne? Weil Klempner ist ja eigentlich eher der deutsche Begriff für Installateur. Ne? Ja, es ist gescheinlich alles aus Jux und Tollerei. Also wir waren damals eine Partie, die auf die Spiele gegangen sind und einer von uns, der jetzt gar nicht mehr auf die Spiele geht, schon seit langer Zeit, der hat immer und immer wieder vom Reinhard May dieses Lied gesungen, ich bin Klempner vom Beruf. Das war in der Partie halt so ein Running Gag, ganz einfach, ja. Und im Jahr 1991 habe ich geheiratet, meine liebe Frau, die auch also, ja, die Spiele besucht. Da haben unsere Freunde uns zum Spaß im Grunde zwar ein Rapid-Leiberl geschenkt, wo hinten drauf gestanden ist, SCA Fanclub, die Klempner. Ja. Hat sich keiner was dabei gedacht. Wir haben es dann aber irgendwie schon angezogen, dann haben aber andere Leute das Jahresleiberl gemacht und das hat dann irgendwie so Dynamik bekommen. Haben uns natürlich dann die Leute gefragt, was ist das oder so. Wie du gesagt hast, das waren ja bei Auswärtsspielen, da waren, also wenn es 200 waren, waren es viel, man hat es ja gekannt. Ne? Und dann haben die Leute, kann mich erinnern, der Kobi ist auch mitgekommen, was soll das heißen oder so. Ne? Und so ist das natürlich aus irgendeinem Grund relativ schnell bekannt geworden. So war es, ja. Aber es war von Anfang an nicht organisiert, einfach ein lustiger Haufen an Menschen, denen halt Rapid wirklich extrem viel irgendwie Rapid am Herzen liegt. Aber wir haben halt immer, wollten immer unseren Spaß haben, ne? Und haben es eigentlich immer lustig gemacht, bei jedem Match, bei der Auswärtsfahrt. Ich habe es ja in der Einleitung kurz erwähnt, ihr seid ein Fanclub, ihr seid kein offizieller Fanclub.
und daran wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich bei euch auch nichts ändern. Hat das einen Grund, warum ihr kein offizieller Fanclub sein wolltet? Naja, wolltet. Das war eigentlich, auch das ist dem Zufall geschuldet. Ja, also das war dann irgendwann einmal, also muss gewesen sein, keine Ahnung, 93, 94, wurde Rapita oder die Fanarbeit oder auf professionellere Beine gestellt. Und da weiß ich noch genau, dass da, also da hat es dann geheißen, ja, offizieller Fanclub, man braucht mindestens 15 Mitglieder und muss eine Liste eintragen und keine Ahnung. Ich habe gesagt, na, das braucht man nicht oder so. Und dann hat sogar der Clemens Bieber, da kann ich mich genau, hat es mir fest jetzt natürlich gegeben, hat angerufen und hat gesagt, Herzi, habt ihr es noch nicht ausgefüllt? Sag ich, naja, wir sind aber eigentlich nur 12 Leute, wenn man die mitnimmt, also die halt richtig dazu gehen. Sagt er, das macht nichts, dann schreibt halt noch 3 andere dazu, ne? Das macht eher jeder so. Und ich habe gesagt, na, das wollen wir irgendwie aber nicht. Und darum wurden wir damals, also als das begonnen hat, kein offizieller Fanclub und ja, also dem unser Müßiggang ist also das geschuldet, dass das bis zum heutigen also Tag so geblieben ist. Das ist jetzt kein Statement oder so, es ist halt ganz einfach passiert. Und ja, wir wehren uns nicht dagegen. Ja, also. Es ist also apotypisch für uns, würde ich mal sagen. Ja, charakteristisch. Wie viele Mitglieder oder wie hat also die Gründerzeit? Wie viel, was sind die sogenannten Gründungsmitglieder? Naja, es sind im Grunde, damals waren es 12, ja. Also ich würde jetzt nicht die Namen irgendwie alle aufzählen, aber es waren nicht ein paar Leute, 10, 12 Leute von Anfang an dabei. Freunde, wirklich gute Freunde. Und wie viel wir jetzt sind, es ist fast ein bisschen schwer zu sagen. Ein paar Leute von damals sind komplett weggebrochen, dann sind andere dazugekommen. Mittlerweile stehen bei uns Leute oben im Stadion beziehungsweise fahren auf die Spiele, die jetzt irgendwie total dazugehören, aber irgendwie vielleicht keine Klempner offiziell unter Anführungsstrichen sind, aber... Wie wird man offizieller Klempner? Ja, das darf man nicht sagen. Okay. Ja. Okay, dann lassen wir das. Was euch, glaube ich, besonders auszeichnet, ihr seid ein Fanclub, der fast, sage ich einmal, zur Gänze oder in so einem großen Teil aus sogenannten Allesfahrern besteht. Also ihr zwei seid ja... Ich glaube, ich kann sagen, mit 100%iger Spielquote, also Pflichtspielquote. Mhm. Wie wird man alles fahren? Man hat ja doch, ich sage mal so, das ist doch ein großer zeitlicher Aufwand. Man hat ja Familie, Freunde, andere, vielleicht andere. Wann hat das begonnen? Es ist ja eine Sucht irgendwie. Genau, oder? Genau. Also bei mir hat es so begonnen, ich bin in den 80er Jahren, also ich bin in der Saison, wo wir, seitdem ich auf dem Platz gehe, Meister geworden sind, 81, 82, habe ich 2 Spieler gesehen, und zwar das erste, das lustigerweise wieder mein Vater, mitgefahren nach Graz, haben wir schon 2-0 geführt, in Libanon natürlich damals noch, und haben wir noch 4-2 verloren. Nicht? Also es war natürlich wieder mal typisch, muss ich sagen, also erstes Auswärtsmatch außerhalb, sage ich einmal, der Südstadt oder irgendwelche Wiener Vereine. Und dann war ich noch bei auch einem sehr legendären Spiel, und zwar beim Spiel Föst-Linz damals gegen Rapid, wo natürlich eine möchte ich sagen, ja, Tausendschaft an Anhänger dort war, weil die Chance war natürlich das war groß, das Spiel, wo wir 0-1 verloren haben und aber dann, schon hätten Meister werden genau, können. Genau. Das war natürlich auch sehr prägend für mich, weil es war ein Wahnsinn, mit so einer Masse an Leuten im Sonderzug, also Sonderzug, ja, haben wir uns selber gemacht, aber zu fahren und wie gesagt, in den Bahnhof hinein, es war alles grün-weiß und so, nicht? Und trotzdem war natürlich da nicht Meister geworden sind in Linz, war es natürlich ein Wahnsinnserlebnis, und ab der nächsten Saison habe ich dann noch auch diese ganzen, versucht diese Spiele in Linz und Graz und so, das hat sich immer so gesteigert, aber natürlich durch, sag ich mal, Beruf ist es so gewesen, dass ich immer so, sagen wir mal, 10er-Liga, 36 Spiele, habe ich immer so 32 oder 33, weil da war wieder das Spiel, wenn ich in Innsbruck um 7, das ist ja nicht ausgegangen oder so. Wenn Samstag war, bin ich gefahren, aber Freitag ist es nicht gegangen oder Mittwoch in Klagenfurt oder irgend sowas. Das ist immer, also Heimspiele, Auswärtsspiele, habe ich immer so einen Schnitt irgendwie so gehabt. Und dann, wie ich den Harry und die Klempner sozusagen kennengelernt habe, das muss so 93 oder so irgendwie um diese, habe ich natürlich viele
Leute da zur Hand gehabt, die auch so intensiv geschaut haben, da müssen wir auf das Spiel noch fahren und da müssen wir, ah, da ist die Kappa-Tier und da müssen wir das noch machen und so. Und das hat sich, da haben wir uns natürlich gegenseitig auch so hochgeschaukelt und haben gesagt, so, jetzt versuchen wir nicht. Und da habe ich, glaube ich, 93 dann einmal eine komplette Saison hingelegt, ohne ein Spiel versäumt. Und das ist dann jahrzehntelang so gegangen, dass ich kein Pflichtspiel versäumt habe eben und der Harry und ich, wir haben Kleinbusse, was weiß ich, da sind wir zu neunt gefahren irgendwo hin, nach Bregenz, oder dann sind wir unter der Woche mit dem Mercedes von deinem Vater gefahren, irgendwie, der kaum in Arlbergtunnel durchquert hat, irgendwie. In meinen Fahrkünsten. und so, da haben wir uns natürlich immer hochgeschaukelt, dann mit Europacup, immer schon geplant und so, und das ist immer intensiver worden, bis dann zu einem Zeitpunkt, wo man dann nicht nur die Rapid-Spieler, sondern auch noch ein Rahmenprogramm dann irgendwie, aber zu dem kommen wir vielleicht dann später, genau, irgendwie gemacht haben. Aber so haben wir dann immer geschaut, intensiv, dass wir alles planen. Und wie gesagt, ich habe es auch mit dem Urlaub geschaut und mit anderen Großturniere, dass das irgendwie geht, alle Rapid-Spieler und noch zusätzlich, was noch irgendwie anders. Du bist ja auch, ihr seid ja beide sehr gerne auch bei Europameisterschaften, Afrika Cup, also ja, kein ja, Turnier, aber über das kommt genau, dann eh noch genau, gesondert. Genau. Über diese, aber so war halt dann Rapid sozusagen, das war die Pflicht, das war den, natürlich die Auslöser. Die Pflicht und die Pflicht. Kühe sind halt dann die... Genau, sind halt naja, halt das ist also, nee, kann man Rapid ist ja eigentlich die nein, Kühe. Ne? Aber darf ich auch noch was dazu sagen? Bei mir war es ein bisschen anders, weil der Robert hat ja schon irgendwie, also wir kannten uns ja damals nicht, aber der hat ja mit 15 schon gearbeitet und hat natürlich dann auch diese Form von Freiheit gehabt. Ich war ja so ein bisschen ein behütetes Kind, das ins Gymnasium gegangen ist. Und von daher war ich dann ein bisschen später dran, weil man darf nicht vergessen, damals war ja Samstag auch noch Schule. Das heißt, es war nicht so leicht, am Samstag auf die Spiele zu fahren. Aber in diesem Gymnasium, wo ich war, in Floridsdorf, da waren genügend Rapidler dort, nämlich wirklich bekannte Rapidler wie der Stefan Singer und so. Mhm. Und da habe ich die schon oft gesehen, bin ein bisschen halt jünger als die, die sind da schon mit der Kutten immer gestanden und so. Und da habe ich mir auch so irgendwie immer gedacht, oder halt die Leute von damals, ne, die Löwen und so, die haben sich dort getroffen. Ne. Und ich dachte, na also... Also, so wie das da draußen bin aus der Schule, also ich will dann wirklich alles Fahrer werden und jetzt möchte ich unbedingt, natürlich bin ich bei der Schule auch schon manches gefahren, aber es ist nicht alles gegangen. Ne? Aber kaum war das dann der Fall, habe ich damit begonnen und habe das halt auch bis zum heutigen Tag, mache ich das halt irre gern. Ne? Und vom Elternhaus her gab es keine, weil die Rapid-Anhänger hatten ja nicht unbedingt den guten Ruf, speziell 80er, 90er Jahre. Ja, ja. Gab es da, also ich kann mich erinnern, bei mir war das schon so, wenn ich das auch einwerfen darf, Neusiedl damals, dieses legendäre Spiel, was wir verloren haben, wo es eine Bossenrauferei gegeben. Ich oute mich jetzt, ich war ein Mitverursacher dieser Rauferei, weil ich ein Mädel beschützen wollte. Meine Mutter, das war im Fernsehen, hat das mit, kam mit kaputter Brille nach Hause. Ich habe versucht, mit Torjubel zu erklären, aber es ist mir nicht gelungen. Also das war von zu Hause dann schon, wie soll man sagen, nicht immer ganz so einfach, wenn man ja wusste, oder Rapid hatte ja nicht den besten Ruf, beziehungsweise seine Anhänger. Und gab es das bei euch auch irgendwie? Mein Vater hat sich sicher gesorgt, weil mein Vater war ja Rapidler und mein Vater kannte ja natürlich das Stadion auch. Und er ist dann irgendwann einmal, hat dann begonnen, ein Haus zu bauen und ist dann deswegen weniger gegangen. Und das war genau die Phase, wo ich dann begonnen habe, mehr und mehr zu gehen und auch auswärts zu fahren. Und klar hat er das gekannt. Und klar, dass ich im Grunde immer, das war eben wie in der Einleitung gesagt habe, es war ihm dann schon ein bisschen viel. Und er hat sich dann also sicherlich gesorgt und war immer froh, wenn ich irgendwie dann wieder sozusagen zurückgekommen bin. Und aber es war, gibt auch eine lustige Episode. Also, er ist schon auch manchmal auf Auswärtsspiele gefahren. Und ich glaube, es war dann in die 1979 oder 80 gewesen, sein Liebenau haben wir gegen einen GRK gespielt. Und ich war auch mit ihm dort. Wir waren halt auf der Längsseite und so. Ne? Und nachher hat es halt irgendeine Rafferei gegeben. Und er hat sich dann irgendwie eingemischt. Das war Wahnsinn. Ne? Für irgendjemand von uns war eh schon ganz blutig und so. Und was Gott was für ein Wickel gegeben hat. Ne? Und er ist dann hin, na, hört's doch auf, Burschen. Na? Geht's doch lieber zum Bahnhof, das bringt nichts und so. Also mein Vater wusste schon irgendwie, wie es damals war, wie es am Fußballplatz zugeht. Ja. Und ich muss sagen, das ist aber nicht das, was er eigentlich beruhigt hat. aber das Salz in der Suppe, glaube ich, da sind wir uns einig, ist Europa Cup. Also ja.
25 Mal im Jahr nach Graz ist auch ganz nett, aber Europacup ist schon das Salz in der Suppe. Nur war das ja damals, also ich kann mich an meine ersten Europacup-Auswärtsspiele, mein Bruder hat mich damals nach Prag zu den Bohemians mitgenommen oder sogar nach Ungarn zu Stuhl Weißenburg. Nicht alleine, sondern es war initiativ von meinem Bruder, wobei mein Bruder ja eigentlich sogar eher Austrianhänger war. Aber egal, das war ja damals ein wahnsinniges Abenteuer. Also das kann man ja mit heute ja überhaupt nicht mehr vergleichen. Ich meine, heute fliegst du nach Kasan organisiert, im Prinzip, und all inklusive und so weiter. Was waren so eure ersten Europacup-Auswärtserlebnisse? Also Europacup, muss ich sagen, war für mich das Finale, also in Rotterdam. Mhm. Das erste. Aber auch das war ja ein Abenteuer. Eigentlich. Das war, ich bin. Im Vergleich zu 96 war ja schon relativ gut organisiert, weil da war der Andi Mann. Genau, das war kein aber Vergleich. 85, das war ja. Ich meine, wir, ich habe es jetzt kürzlich einmal, glaube ich, irgendwo in einem Forum oder irgendwo geschrieben, wir sind ja ein Freund und ich, wir sind mit dem letzten regulären Zug, der nach Rotterdam gefahren ist, sind wir gefahren und der war natürlich auch bummvoll mit Rapid und ist natürlich schon losgegangen, also ich will nicht einmal sagen, St. Pölten war schon vorher, irgendwie die Fahnen draußen, alles Mögliche, hat sich Gott sei Dank dann wieder einigermaßen, also die Vorhut ist schon viel früher gefahren, also war es in dem Zug nicht so und wir waren ja so überzeugt damals, dass wir das Finale gewinnen, obwohl man natürlich, ganz naiv waren wir nicht, wir haben natürlich gesehen, dass Everton da englischer Meister wird und auch ins FA Cup Finale kommt und halt das, die Chance auf das Triple war, aber ich muss sagen, ich habe nicht einmal ein Hotelzimmer gehabt irgendwie so, das war uns alles wurscht, ne? Also wir haben dann irgendwie geschaut am Bahnhof, naja, ist nicht so wichtig, die Sache ins Schließfach rein und wie gesagt, da sind wir dann, ich kann mich erinnern, ich bin dann, ich glaube um 3 oder 3:30 in irgendeiner Bar, hat uns der Barmann immer wieder aufgeweckt, dass, was ist, bestellt jetzt was oder geht's jetzt endlich irgendwie? Dann hat mein Freund gesagt, es waren noch Rapid-Fans aus Wiener Neustadt dann irgendwie dort, der hat mir immer volles Bier hingestellt, hat gesagt, der trinkt eh was da, schaut er den an. Nein, dann hat der Wirt wieder gesagt, ah ja, stimmt, der hat eh noch ein Bier da stehen. Nein? Also somit haben wir es ein bisschen verlängert und ich bin dann irgendwo in einen Gastgarten vor einem Café, habe ich mir es dann sozusagen gemütlich gemacht mit einem Sack Blumenerde als Polster und bin dann 3 oder 4 Stunden später dann aufgewacht und dann sind wir schon weiter gefahren nach London irgendwie, so Groundhopper-mäßig. Und das war ein Wahnsinnserlebnis irgendwie, der ganze Tag und also die Tage da in Rotterdam und ja, das Finale und das Rapid einmal das Finale schafft und so, ich meine, das ist natürlich ein Wahnsinn. Und das war so quasi auch der Auslöser dafür. Das war auch der Auslöser, natürlich hat man dann versucht, international mehr zu fahren oder was, dann hat es halt leider da so Anfang der 90er Jahre dann keine Teilnahme mehr von der Rapid gegeben. Ne? Da wär man, oder sehr kurze nur. Oder sehr kurze, nicht? Da wäre es dann auch sozusagen finanziell dann langsam immer leichter gewesen. Auch ich kann mich erinnern, da, wenn wir einmal in Kiew gespielt haben, bin ich zur Kiste wieder mal gerannt und habe gesagt, was gibt's für Flüge? Da sind sie irgendwie herum 6.000, 7.000 Schilling. Ich meine, du bist auch noch mit Schilling aufgewachsen. Du weißt, wie viel das war irgendwie so mit, weiß ich nicht, dreimal umsteigen und so und irgendwie fast eine ganze Woche unterwegs und na, das geht irgendwie nicht und man hat sich immer wieder geschaut, was geht, wie kann man da irgendwie und wie gesagt, durch das natürlich das Organisieren ist dann irgendwie leichter oder dass man sich dann gekannt hat, hat man natürlich dann Synergien gemacht und dann hat der Harry einen guten Vorschlag gehabt, da fahren wir so hin oder das macht man so oder ein anderer hat wieder gesagt oder also das ist dann natürlich auch immer besser und immer leichter geworden. Das heißt, Rotterdam war quasi der Auslöser für die interne Sucht, unter Anführungszeichen, genau. International so viel wie möglich zu sehen. Weil davor war halt, also sicher ein paar Spiele in Deutschland oder so irgendwie, nicht, aber da hat es dann halt wirklich angefangen, wirklich mit namhaften, also ich war dann im Zug von der Reise dann noch, also sich beim Derby Schalke gegen Dortmund oder in England schon mal beim Match und so, also Tottenham gegen Nottingham oder so und da hat man dann wirklich, okay, das ist Rapid und das ist da gibt es wieder das und so und schon langsam hat das dann irgendwie angefangen und man hat versucht, da natürlich immer mehr, immer weiter, immer mehr zu sehen. Ja, bei mir war auch das erste Spiel wie beim Robert. Also internationale Auswärtsspiel. Das erste internationale Auswärtsspiel mit Rapid. Ja. Bin damals mit irgendeinem Bus, war unspektakulär, von Floridsdorf hingefahren, am Abend sind wir weggefahren und nach dem Match sind wir wieder zurückgefahren, aber es war natürlich trotzdem
geniales Erlebnis. Damals war man halt irgendwie einfach froh, auch in dem Alter dabei gewesen zu sein. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben dann, ich glaube, das nächste Auswärtsspiel war gegen Tata Banja dann in der nächsten Saison. Das war diese Partie irgendwie um 14 Uhr nachmittags. Ne? Da habe ich schon Stangeln halt müssen. Ne? Und ja, dann wollte ich natürlich relativ bald immer mehr. Ne? Also kann mich erinnern, wo man da gegen Lok Leipzig zum Beispiel gespielt hat im 86er Jahr. Das war besonders eigentlich auch irgendwie in Verlängerung und so. Und was dort los war. Aber ja, für mich war es im Grunde so, dann relativ bald, mir ist es egal, wo Rapid spielt, ob das jetzt in Österreich ist oder im Ausland, ich will einfach Rapid sehen. Ne? Und die Leidenschaft dann irgendwie so für den Fußball nebenbei, also andere Spiele zu sehen, das ist fast wie parallel gelaufen. Klar, ist schön, da ist man im Ausland. Ne? Und gut, so wie es sich jetzt dann entwickelt hat, dass das Reisen relativ leicht war, zumindest halt bis März 2020, dass man dann überlegt, ja, bleibt man dann länger, nimmt was mit und dann sind wir dann oft wirklich ja sowieso eine ganze Partie. Also die Kinder sind ja zum Teil dann schon mitgefahren, zum Beispiel. Ich meine, gemischt sind wir sowieso geschlechtlich, Männer, Frauen. Und das war dann eigentlich auch immer super Geschichte, hat man dann ein, zwei Matches mitgenommen oder irgendwas besichtigt noch. Ja, aber im Mittelpunkt, denke ich mir, für mich steht eindeutig, also immer Rapid. Also ich würde nie Groundhoppen irgendwo hinfahren, wenn es zeitgleich Rapid spielt. Ihr habt es vorher angesprochen, ihr habt jetzt seit Ewigkeiten schon quasi 100% der Pflichtspiele. Wisst ihr noch, was euer letztes versäumtes Spiel war, jetzt abgesehen jetzt von der jetzigen Corona-Zeit, wo man nicht darf oder nicht kann, was eure letzten Spiele waren, die ihr versäumt habt, wo ihr hin hättet können? Ach so, naja. Hin hätte können, hätte ich 2017, da war ich leider einige Wochen im Krankenhaus. Da habe ich zwei Spiele dann leider versäumt. Ich meine, ich hätte hingehen können, der Arzt hätte natürlich was anderes gesagt oder hat mir natürlich geraten, nicht hinzugehen. Ich bin dann auch nicht hingegangen, weil das war wirklich gefährlich. Aber ja. Hat die Vernunft gesund? Genau, die Vernunft natürlich Vernunft war schwierig, weil ich ja nicht so weit, also die Distanz, also von Otterkring nach Hütteldorf ist natürlich mit der Taxi sehr schnell und dann liegt man da zugenäht irgendwie im Bett und denkt man sich, naja, eigentlich könnte man ja jetzt in der Taxi setzen, das Abo habe ich eh und dann sitze ich wieder auf meinem Platz, ich werde wahrscheinlich gar nicht raufkommen in die 34. Reihe, aber wäre mir vielleicht schon die Naht geplatzt, aber ich hab's lassen, also ja, der hat auch meine Mutter damals wirklich gesagt, Robert, jetzt, du hast ja so viel gesehen und so viel gemacht und da musst du jetzt wirklich, weil sonst, ja. Wahrscheinlich haben wir eh nicht gewonnen damals, oder? 2017. Das war oder? Sogar, was war das, gegen Salzburg, aber haben wir sicher nicht gewonnen. Also. Führst du Buch? Also ich habe eine Excel-Tabelle, jetzt natürlich, ja, bin ich natürlich jetzt ein bisschen demotiviert, wenn so viele Spiele, die ich nicht gesehen habe, ich meine, dazu kann man sagen, wo es möglich war zu fahren. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Also wo Auswärtsfans also keine Karten waren jetzt während Corona, aber die Stadien an und für sich offen waren, waren wir, kann man sagen, auch zu 100% bei den Spielen. Also alles, was gegangen ist vom VIP-Club in Graz also angefangen. St. Pölten haben wir uns gesehen, ja. Bis zu Wolfsberg und so. Ja, sind wir halt auf der Längsseite gesessen. War aber auch lustig und wir haben das Spiel gesehen. Und jetzt, wo es natürlich gar nicht gegangen ist, also das haben wir nicht hingefahren, weil man weiß zu 100%, man kommt nicht rein oder man handelt sich irgendeine Strafe oder irgendwas ein oder so. Das heißt, du fürs Buch sammelst auch die Eintrittskarten alles? Ja, also da habe ich jetzt auch, weil du das ansprichst, habe ich da einen der Ordner mitgebracht. Also da ist natürlich alles, wie du siehst, also geordnet. Also sowohl die Karten sozusagen von internationalen Spielen, aber natürlich auch da Kapfenberg gegen Rapid zum Beispiel ist natürlich auch alles dabei. Auswärts, Sturm, ja, und andere Spiele halt irgendwie. Das ist halt immer pro Jahr chronologisch da halt aufgeflaschen, ja, gegen Rapid und so weiter. Da Heimspiel gegen, also wo es halt Karten gibt. Also ich mache jetzt nicht jedes Heimspiel, weil das Abo dann, aber so Rapid HSV, Heim
und so weiter. So geht das halt Ordner für Ordner und ja, ist da einiges vorhanden. Kommt also, einiges zusammen. Kommt einiges zusammen. Ist das auch so akribisch, Harry? Ja, im Grunde ja. Also ich muss sagen, bei mir ist es so diese Serie über wirklich Jahrzehnte, die der Robert hat und natürlich ein paar andere Leute in der Rapid-Szene, die habe ich eigentlich nie gehabt. Natürlich habe ich auch genug Saisonen, wo ich nichts versammelt habe. Aber mir hat sich doch immer irgendwann einmal ein Matcherl einschleichen können, wo ich nicht war. Ich war da eine Zeit lang, habe als Buchhändler gearbeitet, da war es natürlich sehr, sehr schwer, an den Adventssamstagen, dritter, vierter Adventssamstag oder so. Also es war dann manchmal sehr schwierig. Also, ich kann mich erinnern, gegen Lazio haben wir zum Beispiel gespielt am 7. Dezember und da habe ich zu meinem Chef gesagt, also ich muss irgendwie. Ne? Und der hat gesagt, ja, morgen ist der 8. Dezember, können Sie mir garantieren, dass Sie morgen um 10 Uhr in der Firma sind, sage ich, ja, also ich garantiere, dass ich alles dafür tue und es wird schon gelingen, ich meine, der Flieger wird dann schon zurückfliegen, ne? Und es war dann auch der Fall, ja. Das sieht aus, genau. Und es ist ja dann immer wieder mal, ich meine, als wir dann unsere Buben bekommen haben, da war dann irgendwann einmal, da konnte man dann wirklich nur irgendwann im August vielleicht in Urlaub fahren, ja, es ist nicht anders gegangen, ja. Und dann natürlich mit großen Abwägen und Überlegen, gegen wen spielen wir oder so. Also es gab dann irgendwann einmal schon, dass ich sage, okay, ja, aber also... Beziehungsweise anders gefragt, was war so das letzte Spiel, wo sich, wie soll man sagen, also ich kenne jemanden, der hat damals Birmingham 1 versäumt, weil er irgendwo in Thailand im Dschungel war. Auch ein Allesfahrer, aber irgendwie... Ja, ich weiß, wer das ist. Ja, wir kennen ihn alle. Da gibt es auch so ein Spiel, wo du sagst, um Gottes Willen... Ja, gibt es bei mir eindeutig. Heute noch, dass ich das nicht gesehen habe. Also ich hadere nicht, weil es ist, wie es ist. Das ist Kasan 1. Das Wunder von Kasan, ja, also von den Geschichten her waren ja tausende durch. Ich weiß aber, dass es nur 95 waren. Ne? Und da ist eben mein Sohn Fabio zur Welt gekommen. Eigentlich dann schon ein bisschen früh, aber das war der rechnete Termin und so weiter. Und da habe ich natürlich also jetzt nicht diese Reise gebucht und habe das Spiel im Fernsehen gesehen und habe mich gefreut. Und, aber natürlich war es irrsinnig komisch, ja, weil man gedacht hat, ja, eigentlich sollte es dort sein. Ne? Natürlich sollte ich eigentlich dort sein, aber ich sollte natürlich eigentlich auch daheim sein bei meiner Frau und bei meinem Kind, ganz einfach. So ist es erklärt, ja. Also ja, das ist Kasan, ja. Und ansonsten, ja, ich fahre halt einfach, was geht und ich führe Buch auch. Sammelst auch die Karten. Genau, sammle auch die Karten und so. Ich schreibe halt alles auf, aber die, so, so Statistik analysieren, das mache ich eigentlich nur alle paar Jahre so richtig. Ja. Da habe ich jetzt kurz zu Hause hingesetzt, nur kann es nicht auf, also ganz genau sagen, aber von den, also was ich da so gesehen habe, von den Meisterschaftsspielen, habe jetzt Rapid-Meisterschaftsspielen wahrscheinlich circa genau, vorsichtig geschätzt, 1.100 gesehen. Und das sind also, laut Rapid-Archiv gibt es, glaube ich, 3.068 haben wir gespielt, also mehr als ein Drittel aller in der Clubgeschichte gespielten Spiele. Ja, und das ist natürlich schon was mich freut, dass ich das behaupten kann, klarerweise. Und auch wenn ich nie eine lange Serie hatte, kann ich also guten Gewissens von mir behaupten, es hat noch niemals irgendwie ein Spiel gegeben, wo ich gesagt habe, so da, ich weiß nicht, heute mache ich was anderes am Samstag oder es ist mir jetzt blöd, dass ich am Mittwoch nach Vorarlberg fahre, ich bleibe jetzt zu Hause. Also das hat es noch nie gegeben. Was war dein Spiel, Robert, wo du so eben gesagt hast, das magert oder ärgert dich heute noch, dass du damals nicht dort warst? Ja, aber das war eher, ich war zum Beispiel wieder krank auf der Pfarrwiese, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Nicht? Also wo es dieses berühmte Bild gibt, wo der Polizist da auch rennt. Das war damals, da war ich, ich weiß nicht aus welchem Grund, wie die schon irgendeinen Grund gehabt haben, warum wir da nicht gegangen sind, wie der Opa keine Zeit gehabt haben oder so irgendwie. Aber das war irgendwie, aber wie gesagt, das wiegt dann, wenn man auf die, wie es der Harry jetzt aufgezählt hat, auf die Vielzahl von Spielen jetzt irgendwie zurückschaut, also das wiegt das dann wieder auf und sagt, okay, das war jetzt ein Spiel, da kann ich mich nicht einmal erinnern, was jetzt der Grund war und das war auch nicht in meiner Macht irgendwo damals, weil ich wäre schon dort gewesen, also kann man sicher sein. Da fällt mir noch was ein, also ja, gibt es noch Spiele, Rapid GRK 11:1,
letzte Runde, 77. Ne? Es waren also keine Videos, ja, und keine Fotos. War angespielt, ja. War nicht allein irgendwie von Gerersdorf zum Fahren, laut meinen Eltern. Und ich habe gesagt, na, Papa und so. Und er sagt, na, ich muss eh so viel hackeln und so. Letzte Runde, da geht's doch eh um nichts. Da fahren wir nicht. Da fahren ja fast keine Tore, ne? Genau. Es war natürlich ein bisschen bitter. Und nicht nur beim 10:0 in Libanon war ich auch nicht. Weil das war ja auch ein Freitagabendspiel. Ja, und da war dann auch irgendwie, boah, und so, und das und das. Und dann die Woche drauf war dieses schon vorher angesprochene Tatabania-Spiel. Und da habe ich irgendwie überlegt, na, beides, das kannst du nicht machen und so. Und habe mich dann für den Europacup klarerweise entschieden, ja. Im Nachhinein. Aber Graz kommt man eh wieder, ne? Genau. So quasi nach dem Motto. War ich, ja, also in diesem Alter war ich schon. Genau. Rechnet man aber, ja nicht. Ne? Ja. Ja. Dafür das letzte, unser letzter zweistelliger Pflichtspielsieg ist nämlich auch ganz lustig. Ich habe schon angesprochen, die Hochzeit im 91er Jahr. Und nach unserer standesamtlichen Hochzeit, die war am Freitag, haben wir irgendwie, wir haben damals beide, meine Frauen, die Samstagjobs gehabt, haben aber um Samstage zu sparen, weil man das ja immer braucht hat für Rapid, haben wir nach der Hochzeit zusammen beide am Vormittag hakeln gegangen und dann um 14 Uhr hat Rapid in Rohrbach gespielt. Das kam. Von dort sind wir dann von der Hocken sind wir gerast schnell nach Rohrbach, bis 12 kackelt oder bis 12:30. Und das war bis heute unser letzter zweistelliger Pflichtspielsieg. Also ich hab beide GRK-Spiele gesehen. Also, aber wie gesagt, da hat der Opa Zeit gehabt und da kann ich mich erinnern, wie der Feuerer dann Wut im Brand, den Ball, wie er das auch nicht durchgelegt hat. Und hat die Mitspieler geschimpft irgendwie. Weil das war doch nicht notwendig. 11:0 hätte so schön ausgeschaut. Also das haben wir dann, ging eh besser. Also natürlich. Ein halben Schritt ist ja, ja doch ja. Immer voraus, ja. Der Robert. Ja. Ich möchte jetzt auch wieder kurz zu den Gempner kommen. Es gibt ja einen, das Transparent ist ja ein, obwohl es nicht hängt, oder zumindest bei Heimspielen nicht hängt, hat es aber einen gewissen Kult oder Bekanntheitsstatus und falls hängt er eigentlich nur noch bei Europacup-Auswärtsspielen. Ja, das Transparent, das ist dann auch so irgendwie entstanden. Ja, könnte man transparent machen. Und das war dann irgendwie, haben wir uns dann ein bisschen schlau gemacht in der Rapid-Szene, wo macht ihr das? Und das war dann der Kern, der Thomas, der das eigentlich für uns organisiert hat. Ich weiß jetzt gar nicht, was in Tschechien oder in der Slowakei oder was. Ich gesagt, ja, ich mache euch das und so. Und ich weiß, er hat es mitgebracht in die Krum. Also er hat gesagt, ja, da bringe ich das mit und so. Und dann hat er das so irgendwie und zeigt und gesagt, boah, das ist aber ganz schön das groß. Das ist ja riesengroß. Ja. Ja. Und er, also es war irgendwie ein bisschen kleiner geplant. Ne? Und er, ja, na, das macht nichts, das hat das Gleiche nur gekostet. Oder die haben das so super gemacht oder so. Sag ich, ja, es ist eh total leiwand, aber war halt ein bisschen groß. Ne? Und dann haben wir es halt begonnen aufzuhängen bei den Spielen, wie das damals genau, war. Das war halt in den 90er Jahren noch. War das 93, 94? Ja, da gab es ja noch wesentlich mehr Platz. Es war genau, es gab mehr Platz und da sind dann auch wir, die relativ knapp dann immer, speziell bei den Auswärtsspielen, gekommen sind. Und bei den Heimspielen. Und bei den Heimspielen, gut, da habe ich es oft dann aufgehängt. Aber da hat es noch einen Platz gegeben und da hat man halt irgendwie geredet, weil so sich der Pauli, naja, dann rücken wir ein bisschen um, im Ultras transparent und dann, ja, schau, da geht gut aus und so. Und dann war es halt schon so eine Competition und dann haben wir gesagt, na, das ist uns jetzt eigentlich zu mühsam, ne? Zu mühsam, dass man dann irgendwie, man muss früh im Stadion sein, man muss dann das richtige Platzl haben und da und da. Und dann haben wir irgendwie gesagt, im Europacup in die Stadien, auch wenn es, wollte fast schon sagen, die größeren Stadien waren auch nicht immer der Fall, das größere Stadion war nicht im Europacup, haben wir es dann doch immer gut platziert und natürlich auch immer mitgenommen. Und ich kann mich erinnern, ganz lustig war es natürlich, in Saloniki, wo wir das aus dem Plastiksacker schon rausgenommen haben und wir haben schon beide das hinten aufhängen wollen, wie dann die Hölle losgegangen ist und wir das schnell wieder ins Plastiksackerl reingegeben haben und dann geschaut haben, dass wir den Wurfgeschossen ausweichen. Ja, und das war halt dann irgendwie so, wo man natürlich dann auch, ja super, jetzt hängen wir es auf und das also. Aber es ist immer noch das Original. Es ist noch immer das Original. Es ist nie einmal abhanden gekommen. Es ist nie abhanden gekommen, ja, wir haben es oft vielleicht nicht mehr runtergekriegt, fast weil es uns jemand so gut aufgehängt hat. Oben irgendwo kann ich erinnern, in Rumänien zum Beispiel, in Bukarest, da haben wir ein Leben. Helsinki, was ziemlich. Ja, genau, in Helsinki bin ich fast von der Reling runtergefallen, aber... Aber es ist noch immer das Original und es ist viel geliebt und ich glaube, sogar mal einmal oder zweimal gewaschen worden.
Also das erste Match war halt, also da wollte ich noch dazu sagen, wir haben es ja schon in Österreich aufgehängt, sicher ein Jahr oder so. Aber es war da, wo dann dem Zuschauer gekommen sind, mehr. 94, 95 die Saison, da war das dann einfach nicht mehr. Wir wollten halt knapp kommen und wir wollten nicht rechtzeitig da sein. Und das erste international war halt natürlich dann Blöschti, ne? Genau. Und dann hatte das dann natürlich der Fetzen eine sehr, sehr lange Serie und war immer mit. Wo wir dann das erste Mal ihn runtergenommen haben, das war in Brüssel gegen Anderlecht, wo er dann irgendwie genau, schon hängt und dann aus besagten Gründen waren alle draußen in der ersten Hälfte. Dann natürlich das. Und dann war er in der Tat, gut, jetzt sind eh alle Serien gerissen durch Corona, also mit Gent oder Lokomotive Zagreb ist eh hinfällig. Aber das ist jetzt die Frage, das ist eher eine Grund, ist das jetzt eine reißende Serie, dieses dieses nicht mehr dürfen. Naja, das Transparent, Transparent-Serie ist ja eh schon gerissen, weil nämlich Valencia wollte noch dazu sagen, da hat uns wirklich schon der Andi vorher gesagt, Herz, in Villarreal war schon Wahnsinn mit euch ein Riesending da. Haben Sie schon abgemessen? Ich kann euch schriftlich geben, in Valencia werdet ihr nicht reinkriegen. Wirklich, ja. Da war die komplette Polizei, ist dort schon gestanden mit dem Maßband und haben schon herum und verglichen mit anderen. Und was in Villarreal, ne? In Villarreal. Ja. Und übersetzt uns, was ist da, wer kann Spanisch übersetzt uns, was steht da überhaupt drauf? Ist das überhaupt, steht da Ultras drauf oder was ist da jetzt irgendwie? Und da war schon so, da haben sie uns alle schon, das Big Bundle ist dann abgenommen worden und was weiß ich, was alles. Ne? Also da ist mit Million Nono noch einmal reinkommen, aber Valencia war dann wirklich der Endpunkt. Das heißt aber, zum Beispiel diese Auswärtsfahrten plant sie immer als Fanclub. Ja, man kann es so sagen. Also das ist unsere Partie. Es gibt da Leute von uns, die, also ich würde jetzt immer gerne Namen nennen, aber ich mache es nicht, weil wir werden dann sicher irgendwann vergessen, da machen wir es nicht. Da gibt es ja wieder einen, der ist lieber allein für sich, ne? Der fährt wieder allein, den treffen wir dann durch oder so. Der fragt uns zwar, wie fährt sie hier, was macht sie hier? Dann gibt es andere. Um dann bewusst anders hinzufahren. Er hat dann andere Pläne und Ideen Im Grunde ja, aber es kann schon sein, dass wir unterschiedlich anreisen, unterschiedliche Flieger und dann sagen wir, okay, wo wohnt ihr, dann buchen wir sie im Hotel ein oder so. Wenn es halt irgendwie geht, reisen wir individuell, das muss man dazu sagen. Natürlich ist aber, also nicht das von der Gruppe, sondern... Weil ich oft ja nachher dann noch andere Spieler besuche. Das ist der Hauptgrund. Das sieht ein anderer nicht oder der hat keine Zeit. Ja, ich glaube, wir haben vor, was war das, Celtic oder vor irgendeinem Spiel, oder Rangers haben wir, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Spiele gesehen in England oder so. Da war jeder irgendwo anders. Ja. Ich glaube, ich war bei Stoke City und ihr wart in Nottingham. Ja. Und das hat sich halt dann nicht der andere, der hat wieder in Schottland irgendwas angeschaut oder wie auch immer. Also das hat sich dann aber so ergeben. Und es ist halt bei uns kein Gruppenzwang, wo man sagt, so die Gruppe fährt jetzt dorthin, das Hotel muss jetzt gemacht werden. Also es erkundigen sich auch Bekannte, Freunde, sagen, Herz, was macht ihr? Die sagen, ja, wir sind dort. Da gibt es eh noch genug Hotels, super, ich buche mich ein dort und manche sagen, ja, ist gut und buchen sie was anderes. Und auf das kurz noch zurückzukommen, der kritischste Moment, gefährlichste wird wahrscheinlich Saloniki gewesen sein. Oder gibt es irgendein Erlebnis, was das vielleicht sogar noch... Naja, also ich glaube Lissabon 95. Lissabon 95, ja, da haben wir leider auch an Verletzten zu beklagen gehabt, der von einer Latte von einem Sporting-Anhänger getroffen worden ist. Da sind wir dann mit dem am Flughafen gefahren, weil da wurde ja noch der Fanbus entkernt dann von den Steinen der Sporting-Fans. Und vom Flughafen sind wir dann mit einem Polizeiauto mit Blaulicht ins Spital gefahren mit ihm, nicht? Weil ich meine, wir waren eh länger dort und wir sind nicht in den Flieger, aber wir mussten natürlich, um dort rauszukommen, mussten wir alle in den Bus rein, hat uns die Polizei dann reingedrängt in den Bus, dann wurden wir beschossen, dann sind wir am Flughafen gefahren und dann haben wir natürlich, wie wir ausgestiegen sind, haben die gesagt, was ist mit dem, der ist total blutüberströmt, der hat sozusagen, wollte flüchten oder wollte dem Tumult entgehen und ist durch ein Gebüsch gerannt und hat eine Holzlatte, aber voll, ohne dass er sozusagen darauf vorbereitet wäre, übernommen und der hat natürlich dementsprechend ausgeschaut und mit dem sind wir natürlich ins Spital dann gefahren und der ist dann genäht worden dort noch in Lissabon und das war auch nicht so toll,
muss man sagen. Also, nein, aber dann kommen wir nächsten Samstag zum Heimspiel mit Durban wieder Janker. Ja. Und ja, schon ein paar Leute gelacht auf der Liste. Aber insgesamt, glaube ich, Saloniki steht schon ziemlich... Saloniki, ja, also einmal Kiew war auch ziemlich, wo die Polizei da auch die Kiew zurückdrängen hat müssen. Das war da auch ziemlich, wo wir dann in den Bus auch rein mussten wieder, nicht, wenn es sich erinnert, das war auch ziemlich... ziemlich heftig, aber ja, ja, das war natürlich, also Saloniki, so ein Molotow-Cocktail, der wird nicht bei jedem Auswärtsmatch, Gott sei Dank, geschossen. Ja. Was würdet ihr sagen, als für eure Gruppe, der Fanclub, was war so das, wie soll man das schönste erleben? Es ist vielleicht schwierig und zu allgemein, aber was sind so die, von dem redet ihr heute noch, wenn ihr euch seht, weil das auch so überwältigend war. Schwer zu beantworten für mich, weil für mich ist wirklich, also das sind alles also Freunde, Freundinnen von mir und wir haben so viel miteinander erlebt und ich möchte wirklich also nichts, nicht die blödeste Fahrt nach Kapfenberg, wo wir dann unentschieden gespielt haben, vermissen. Es ist für mich wirklich also sehr schwer zu benennen. Ne? Im Vorfeld ein bisschen geredet, ja, in grauer Vorzeit haben wir auch ein Fanclub-Turniere gespielt, in Hamburg, in Karlsruhe, war alles lustig. Wir haben privat natürlich erleben wir irrsinnig viel gemeinsam, aber mir fällt wirklich schwer ein Highlight. Also ja, vielleicht. Ja. Naja, es gibt Gott sei Dank, und das ist ja das A und O des Fanlebens, es gibt Gott sei Dank oder hat mit der Rapid sehr, sehr viele Höhepunkte und sehr, sehr viele, viele schöne oder unerwartete. Ich denke nur an Moskau, wie man durch das Tor von Walachowicz aufgestiegen sind. Ich meine, da sind alle Dings gerissen natürlich. Also das war eine Freude, glaube ich. Also, aber wenn man dann Birmingham wieder hernimmt, da weiß man jetzt nicht, man kann es nicht vergleichen irgendwie. Nicht? Aber das sind so Momente und je mehr man nachdenkt, desto mehr solche Momente bringt man zutage oder bringt man hervor, nicht? Weil ich glaube, so eine Liste ist schwierig, weil sie die wahrscheinlich jeden Tag ändert. Ne? Ja, das ist so wie Lieblingsbücher oder Lieblingsmusik, das ändert sie wahrscheinlich wöchentlich, monatlich, wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Für mich ist es wirklich schwer. Also wo man wirklich, das war sie so genau, wie wir gefeiert haben, da irgendwie, es war jetzt nicht irgendein spektakuläres Auswärtsspiel, sondern das Heimmatch gegen Feyenoord, jetzt war es eh wieder in aller Munde, das Harzbuch und das Jubiläum und so. Aber ich meine, das ist, wenn ich an das denke, ich meine, wie wir das gefeiert haben, wirklich, es gibt echt kein Mord. Ja, also für mich war das so die beste 45 Minuten, die ich wahrscheinlich von Rapid wahrscheinlich gesehen habe. So die erste Halbzeit. Ne? Und ja, obwohl es ja auch schwierig ist, ne? Wenn man sagt, man hat Dresden 5-0 gesehen und das gesehen. Ja, also wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich laufend, diese die eigenen Höhepunkte, die man wahrscheinlich ich meine, von den Heimspielen ganz zu schweigen. Aber natürlich, ich meine, nur eine Auswärtsreise, da verbindet man ja mehr. Ne? Also ich meine, ich habe das Glück gehabt, ich war in Kasan, da geht es ja nicht nur um das Spiel. Ich meine, wenn sie das Spiel nicht 3-0 gewinnst und du verlierst dort oder du scheidest aus, das ist ja ganz ein anderes Erlebnis, als wenn du sagst, okay, die ganze Geschichte, was vorher war, was nachher war, und du gewinnst dann sogar noch 3-0 dort, ne? Nachdem du das Heimspiel 2-0 verloren hast. Genau. Das ist halt, da gehört ja die ganze Geschichte dazu. Ne? Genau. Die Übernachtung in der Kaserne, die eine Hälfte übernachtet am Flughafen und dann wieder zurück, weil der Flieger nicht durch den Flugsturz startet. Dann steigen wir auf und dann siehst du auf dem Bild, wo das Flugzeug schon wieder umdreht. Du hast aber eigentlich kein Visum mehr für Russland. Also das hängt ja dann alles damit zusammen. Ne? Aber können manchmal auch so unspektakuläre Heimspiele auch sein. Ne? Ja, also es ist schwer, weil wir wirklich die gemeinsamen Reisen, die wir gemacht haben. Also, wir sind ja unterschiedlich gereist. Also jetzt in letzter Zeit fahren wir meist wieder mit dem Zug, dazwischen sind wir oft mit Autos gefahren. Neun-Mann-Bus haben wir eine Zeit lang oft gemacht. Dann sind wir sehr oft mit dem Salzbus auch mitgefahren. Gerade Europacup-Auswärtsspiel hat es da irrsinnig viel. Bordeaux zum Beispiel. Schöne Szenen geben. Und wo wir ja zwei Tage sozusagen im Bus drinnen waren und immer Gaudi gehabt haben. Aber nochmal, ich will nichts missen, muss ich ehrlich sagen. Wie geht es euch jetzt im Moment, Spiele nur im Fernsehen zu sehen? Reden wir jetzt gar nicht über die Ergebnisse. Wir sitzen da einen Tag nach dem 1-4 gegen Sturm. Aber jetzt, wie geht es euch, gerade euch? Ich meine, auch ich besuche auch intensiv Rapid, aber nicht so ganz intensiv wie ihr. Also ich komme auf eine Quote von 80-90% im Jahr, 85%. Aber trotzdem, wie geht es euch? Also
ich halte es lang nicht mehr aus, muss ich ehrlich sagen. Bei uns geht es auch nicht gut, wenn ich da für uns also, abgesehen sprechen darf. Also wurscht, ob man jetzt verliert, alleine den Sieg nicht miterleben zu können. Genau, ja. Genau. Oder bei so einer Niederlage dann sich dann zu trösten irgendwie. Ja, ja, das ist, wie gesagt, wir sehen uns ja ich das ganz nach dem Spiel sehr oft, Heinz, ja. und genau, das Analysieren, das Fazit. Das Analysieren und das besser wissen. Ja, das, ja du hast vielleicht gerade eine Fahne vor dem Gesicht gehabt und die sagt dir dann, schau, das war nicht so knapp vorbei, wie es du glaubt hast. Und dann sagst du, aha, ja, war das wirklich so? Aber und das fehlt halt einfach. Der Kontakt, ich meine, man hat natürlich Kontakt zu Leuten und so weiter, aber natürlich dieser automatische Kontakt, wo man sagt, man trifft einfach die Leute immer automatisch und bei einem Spiel, ob es vor dem Spiel ist, im Stadion drinnen, nach einem Spiel, auf der Reise hin, auf der Reise zurück und so weiter. Also das geht uns immens ab, nicht? Dieser ganze Spaß auch, nicht? Mit den Leuten oder dass man da schon vor einer Europacup oder vor einer Gruppenphase, wo dann die Leute alle, also ich kann mich erinnern, wo wir da, ich glaube es war Birmingham, aufgestiegen sind, die Leute zu Hause haben schon gebucht und alle, der Harry hat mir schon Nachrichten geschickt, du, die Leute fliegen dort und dort hin, ich bin noch in London auf der Oxford Street, ich habe noch irgendein Spiel noch angeschaut, aber so irgendwie, war noch nicht einmal daheim und die Leute haben schon alles... Du bist ganz nervös, dass man vielleicht einen Flieger mit. Genau, die Leute haben schon alle gebucht oder, du, ich buche schon, ich schaue mir heute am Nachmittag das und das an, wenn ich zu Hause komme, schaue ich mir mal an, wie kann man dort fliegen und so weiter. Und da ist aber auch, wie gesagt, das ist ja auch was Positives, dass dann, man trifft sich vor Lokal und einer sagt, du, ich mach das, aha, ja, kriegt man wieder neue Ideen und das macht das Leben dann irgendwie auch farbenfroh und natürlich lebenswert, nicht, wenn man so einen Kontakt halt hat. Nicht? Habt ihr in eurem Umfeld, Freundesumfeld, Direktklienten oder vielleicht auch ein bisschen erweitert, Rapid-bekannte Leute, die vielleicht ja sogar wegbrechen, weil sie sagen, eigentlich komme ich jetzt drauf, die Wochenende sind doch super, ich kann mit meiner Frau, meiner Familie verbringen, ich kann wohin fahren und ich habe, gibt es so? Also nicht, dass ich wüsste. Ich möchte auch noch hinzufügen, also ich, für mich war das also ein Horror voriges Jahr überhaupt, also diese 10 Spiele der Meistergruppe der letzten Saison noch. Ich habe mir jedes Spiel angeschaut, ich weiß, manche schauen sich das nicht einmal an, also jedes Spiel in voller Länge, ich habe jetzt im letzten Jahr mehr Rapid-Spiele im Fernsehen gesehen als zuvor in meinem ganzen Leben. Ja, das ist schrecklich, wirklich wahr. Aber jetzt, irgendwann hat es dann begonnen, der Mensch gewöhnt sich ja an alles. Ja. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann dann war eh ein bisschen, haben wir wieder gehen können und so, oder ein bisschen wohin fahren. Und dann, jetzt war es dann schon so, ich dachte, wir spielen gegen den und den. Und man beginnt sich schon fast wie zu freuen am Sonntag ist Match, dass man sich im Fernsehen anschaut. Ja. Ich meine, ich sitze wenigstens nicht alleine, meine Familie ist ja also genauso Rapid. Ne? Da ist es dann angenehmer, es kommt der ein oder andere, ne? Ist auch wieder schön, ne? Auf Besuch, aber nein, es ist schrecklich. Also ich wünsche mir wirklich nichts anderes, als dass so wird wie früher. Also jetzt mit 3000, ja, schön und ja, besser als nichts, aber ich will einfach, dass alle das so wird wie früher. Dass alle, die wollen, gehen können. Genau. Wir haben ja kurz am Samstag über Handy kommuniziert. Das englische Cup-Finale, 20.000 Leute, das war ganz nicht. Ich habe jetzt weder zu Leicester noch zu Chelsea jetzt eine wahnsinnige Beziehung, aber das spürt mich einfach so fasziniert wieder. Ja, dass man wieder zuschaut. Das Spiel selber, also so toll war es jetzt im Endeffekt nicht, wenn man es unterbricht, aber einfach wieder 20.000 Leute, du hörst Gesänge und Emotionen nach dem Sieg. Und ich war, wie klingt jetzt vielleicht pathetisch, fast irgendwie gerührt, ja? Leute, die jubeln, nachdem die, ich mir dann wieder vorgestellt, irgendwann will mich da bitte auch wieder mal irgendwas jubeln können. Ne? Also das sind dann immer gleich so diese anderen Gedanken, die dann irgendwie kommen. Aber ich habe mich dann für die Leute auch dort gefreut, dass die Möglichkeit haben, ich war nicht neidig oder was, sondern ich habe mich gefreut, dass dort 20.000 Leute oder 6.000 pro Verein, so ist mir halt gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, das Spiel einfach zu sehen. Ja, ne? Bei uns war es, glaube ich, so, auch noch, ne? wir haben uns ja über die Spiele und über die Siege natürlich gefreut, aber wenn man es im Stadion live miterlebt, mit Freunden und mit der ganzen Rapid-Familie, dann ist das was ganz anderes. Man kann mit Niederlagen anders umgehen. Man verarbeitet Niederlagen irgendwie anders, weil dann deine 10, 15, 20 engen Freunde alle irgendwie den gleichen Frust haben, oder der eine mehr, der eine weniger. Und irgendwie, das Match ist aus, du schaust jetzt den Fernseher aus und
Ja, das ist, so, genau, das ist jetzt. Das genau. Kriegst du halt auf WhatsApp und dort und da, aber das ist halt irgendwie ganz, ganz schwierig. Also ich hoffe, dass das in der neuen Saison wenigstens wieder so ist, dass die Abonnenten wenigstens wieder rein können. Ne? Mich frustriert eine Niederlage vor dem Fernseher weniger. Und mich freut aber ein Sieg vor dem Fernseher auch weniger. Muss ich ehrlich sagen. Also, ja, sicher, dass ich merke schon, dass das also schon was anderes ist. Kommen wir jetzt noch einmal zu einem Thema. Fankultur, der Wandel. Ich meine, wir sind ja in einem Alter, wo wir ja noch die 80er Jahre miterlebt haben. Nur zur Verständnisfrage, wo waren immer eure, wo seid ihr gestanden im Stadion? Wie war der Verlauf? Wie begonnen habt ihr wahrscheinlich, wie wir gesprochen haben, kurz hinterm Tor? Wie war so? Genau, also ich war dann auch so wie der Harry im Weststadion dann ab der Eröffnung hinterm Tor auf die grünen Plätze. Dann hat es eben gegeben, ja, aber das ist nicht so wichtig, dass man halt noch wechseln konnte, dass man halt gesagt, man wechselt mit dem gegnerischen Tormann, man sitzt dann halt auf dem Auswärtssektor, ne, und schaut sich dort dann aus. Und wir waren eigentlich sehr, sehr lange, sind wir immer, wenn man aufs Spielfeld schaut, links im Heimsektor, also im Hanapi-Stadion, immer gestanden und haben aufs Spielfeld, also ganz knapp bei der Cornerfahne dort Richtung Nord. Also das war unser Platz, muss man sagen. Ja, das wird schon kannten über viele Jahre. Genau. Das heißt, ihr warst eigentlich nie so wirklich im... In der Mitte. Epizentrum beim Holland. No, ich habe am Anfang schon... Früher, jünger, wie wir jünger waren, wo wir uns auch noch nicht gekannt haben, da waren wir ja, in der Mitte, kann man sagen, natürlich. Ist man auch leichter in die Mitte gekommen irgendwie. Ne? Aber also, als Fanclub war es ja... Nein. Als Fanclub dann eher also, links. Ja, also auf der links und dann auf die Nordtribüne gegangen. Genau. Also ich als junger Bub habe ja auch in den Mittelblock gesucht und die Nähe vom Holz eigentlich gesucht. Das war mein Epizentrum natürlich, der Stimmung. Da war ich wirklich oft sehr in der Nähe, ja, gleich zwei Reihen dahinter oder so. Beziehungsweise ja dann auch diese Busfahrten organisiert, diese Kombitouren und so. Ja. Natürlich auch angemeldet und so, ne. Dann irgendwann bin ich ein bisschen zur Seite gerückt, zuerst auf die andere Seite und wo wir uns dann alle schon kannten, gemeinsam, genau, sind wir so letzte Reihe gewesen, beim Cornerfahren im Block West und haben so hingeschaut. Und dann war irgendwann einmal so die Debatte, naja. Ist auch wegen dem Netz gewesen. Wie das genau, Netz. Das Netz, das depperte Netz. Das heißt, ihr wollt jetzt das Spiel sehen. Wir wollten endlich das Spiel sehen. Und das erste Netz war ja reflektierend. Also du hast bei den Flutlichtspielen durch das Netz fast nichts gesehen irgendwie. Genau. Ne? Und plötzlich hast du das Netz so, ich meine, das war ja eine Nähe zum Spielfeld, und plötzlich hast du das Netz vor dir gehabt. Ne? Und das war schon irgendwie was. Und dann, glaube ich, ist auch dein erster Sohn irgendwie... Nein. So. Wir sind ja 2001 schon gewechselt. Das war die Diskussion in der Gruppe. Ach so, und wir haben dann in dem Fall haben wir dann doch als Gruppe entschieden und haben uns ausgemacht, es war ja Blödsinn, wenn die einen dort und die anderen dort hingehen, das ganze Spiel... Und haben die Mehrheit entscheiden lassen. Und die Mehrheit hat entschieden, auf die Nordtribüne zu wechseln. Ja? Es waren ein paar dagegen. Meine Frau wollte zum Beispiel gerne bleiben auf der West und vielleicht noch zwei, drei andere, aber die Mehrheit hat entschieden. Und dann waren wir dann im oberen Rang, so ungefähr beim 16er. Das war genau die Saison, wo das Dach dann gekommen ist. Das heißt, wir kennen eigentlich den Block West nur ohne Dachel. So frei nach dem Motto, mit Dachel kann ja jeder dort stehen. Und das war dann eigentlich leiwand auf der Nord. Da waren ja, sind ja viele damals auf die Nord gewechselt. Ja, von den Alten. Ja. Statisch ist ja damals alt worden in Wahrheit. Und da haben wir so drei Reihen gehabt. Das stimmt, dass also nach und nach dann die Kinder, da waren ja noch Freunde und genau, also sind halt viele Leute gewechselt dann auch. Da waren wir ja 15, 20 Leute oder so, die so drei Reihen gehabt haben. Und das war eigentlich... Ja, man ist halt schon oft gesessen, aber da ist man oft gestanden, wenn dann wirklich also... Da ist uns das hat niemandem was große ausmacht. Spiele, das sind große Spiele, Europacup, das sind alle anderen auch gestanden auf der Ja, von je näher, je mehr zu Westgarten ist es, genau, wenn du natürlich in der Mitte gestanden bist, wo halt... Sind dann ja auch viele dort gestanden, die dann kein Abo mehr auf der West gehabt haben, die haben das quasi ein bisschen verlängert heute. Halt genau, und wir haben dort aber immer dumm geschrien, ja, also weil die Stimmung ist ja uns im Grunde auch sehr wichtig, ja. Und da waren wir aber auch so... Lieben gelernt, also ich kann nur von mir reden, aber im Grunde glaube ich, das betrifft alle, das Spiel auch wirklich zu sehen. Ja? Und das ist der Grund, warum wir manchmal bei manchen Auswärtsspielen
auch dann irgendwie einen Platz daneben wählen. Ne? Das hat zum Beispiel einen Ried, da war es ja wirklich irrsinnig zart. Ja. Ja. Und da haben wir uns halt daneben irgendwie einen kleinen Auswärtsblock hinter und dort die Karten genommen. Oder in Altach, das haben wir bis heute irgendwie da auf der Längsseite einen kleinen Auswärtsblock. Es gibt halt so 2, 3, 4 Destinationen, was uns lieber ist. Ja. Ja, wobei ich irrsinnig gerne im Auswärtsblock halt bin. Natürlich gerade in Graz oder in Salzburg, in Innsbruck, wo es halt einen Leihwanden gibt da. Ne? Aber das Match zu sehen, mir ist beides extrem wichtig. Das Match zu sehen und die Atmosphäre. Ich kenne ja doch einige Leute auch von euch. Wie seht ihr das? Es sind ja bei euch sehr viele, die sehr anglophil sind. Also auch die englische Fankultur sehr, sehr, sehr zugetan sind. Mhm. Sich auch casual kleiden und das so auch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Jetzt ist Rapid, der Block West, eine sehr ultraorientierte Gruppe. Wie seht ihr das? Früher, der Roland war eher ein bisschen dieses, sagen wir, der Roller natürlich eher ein bisschen anglophil. Ne? Und dann halt die 90er Jahre haben dann halt die Ultras ihren Stil dann reingebracht. Also wir haben eigentlich auch so, es war eh so 93, 94, haben wir auch intensiv angefangen, also nach Italien zu fahren. Also wir haben dort, speziell wenn wir in Innsbruck gespielt haben, oder wir sind auch, bin da auch mit einem aus unserer Gruppe mal von Linz aufs römische Derby gefahren, irgendwie, das haben wir so eingeplant und da sind wir sehr oft unten gewesen. Also wir waren natürlich geprägt auch von deutscher und englischer Support von den 70er, 80er Jahren, aber wir haben uns da eigentlich relativ schnell da auch das Leben gelernt, also wie gesagt, und haben da auch schon ziemliche Hammerpartien, glaube ich, auch gesehen in Italien und auch schon einiges erlebt dort. Und das ist für uns überhaupt kein Bruch oder kein Problem irgendwie, dass man sagt, der eine ist ein Ultra, der andere ist ein Casual, der andere ist jetzt immer mit dem Dress unterwegs. Also ich glaube, da spreche ich für uns alle, das ist eigentlich, also für uns zählt der Rapid-Fan und das ist das Wichtigste. Ja, für mich ist das im Grunde auch so. Also ich liebe die Atmosphäre im englischen Stadion. Also jetzt teilweise in der Premier League nicht mehr, aber grundsätzlich. Ja. In Italien oder in Deutschland, wo auch immer. Also mir taugt das eigentlich alles. Also das, für mich ist das überhaupt keine Richtungsfrage. Natürlich, wir haben am Anfang auch ein bisschen zu denen gehört, die dann gesagt haben, puh, was ist da, jetzt kommt einer mit dem Megafon oder so. Ne? War natürlich gewöhnungsbedürftig. Haben wir ja damals da Diskussionen gehabt, keine Ahnung, mit dem König oder mit dem Pauli oder dann auch mit Markus oder so. Aber also für mich ist das, also es geht um Rapid, ne? So ist es, ja. Ja. Und vor allem das Positive, man verklärt ja auch ein bisschen, weil ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben, oder 80er Jahre, 90er Jahre, wenn teilweise keine 2.000 oder 3.000 Leute im Stadion waren. Und jetzt kommen, gehen wir davon aus, dass das wieder so sein wird, oder wie es auch noch war, sind ja doch selbst zu den furchtbarsten Partien gegen Mattersburg im Winter, wo wir dann furchtbaren Fußball gesehen haben, ja dann doch zu 14.000, 15.000, 16.000 Zuschauer. Ja. Das war ja noch undenkbar, noch vor. Das heißt, in der große Rapid in den 90er oder in den 80er Jahren, ich spielte im Europacup vor 20.000 Zuschauern im Hanapi oder noch vor 15 im Powder und zwei oder drei Tage später spielst du vor 4.000 Zuschauern gegen Steyr. Ne? Ich glaube, das extremste Beispiel war, wo Rapid Meister geworden ist, gegen einen Sportclub. Und ja, so 6.000 Zuschauer. 6.000 Zuschauer. Ja, weil keiner mehr damit gerechnet hat, dass das noch passiert. Ne? Das war halt. Und da glaube ich, haben schon die Ultras und da schon einen Teil dazu beigetragen, natürlich, durch die Atmosphäre, dass es einfach ein Erlebnis ist, zu Rapid zu gehen. Genau. Weil der Sport alleine als Zuschauerträger wäre wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einmal, wäre schwierig die letzten Jahre. Ich muss nur ein bisschen lachen, weil bei allen schönen Erlebnissen. In der Früh nach diesem Spiel bin ich bei einem Motorradtreffen in Bad Fischau aufgewacht und habe nicht mehr gewusst, warum. Welches Spiel? Wo wir Master waren, sagen wir so, Sport. Obwohl du kein Motorrad fährst. Und wie geht es euch im neuen Stadion? Verhältnis zum alten Hanapi-Stadion? Ja, ich meine, es war ein notwendiger Schritt, ein wichtiger Schritt. Das war auch wichtig, dass wir ihn gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das haben wir gerade super hinbracht. Zwei Jahre später. Zwei Jahre später. Würde es uns vielleicht ähnlich gehen wie der Austria.
Genau, genau. Also wir haben diese Eingewöhnungsphase und alles schon hinter uns. Wir sind natürlich aufgewachsen mit vor allen Dingen dem Weststadion oder Hanapi-Stadion. Aber ja, ich glaube, wir haben schon Spiele gesehen, wo das Stadion, ja, weiß ich nicht, aus zwei Holzbänken bestanden hat und daher, ja, man nimmt es, wie man, es könnte besser sein, es könnte aber auch schlechter sein. Wie sagt ihr zum Stadion? Ich sag auf jeden Fall Rapid-Stadion dazu, weil das Weststadion bleibt das Weststadion. Es gäbe vielleicht, wenn man so nennen will, ein neues Weststadion, aber Weststadion gibt es immer nur eins. Und fühlt ihr euch schon heimisch dort? Also ich sage Weststadion, aber es ist eh im Grunde egal, wie man es nennt. Ja, natürlich heimisch. Jetzt ist ja doch wieder ein paar Jahre her. Also ich habe es noch nicht wirklich lieb gewonnen. Ja. Wir wissen es ja, das alte Weststadion hat auch eine Zeit gebraucht und so weiter und so fort. Was wir noch nicht gesagt haben, wir stehen ja auch auf der Längsseite. Das heißt, wir sind also im Sektor 12 ganz oben. Wir haben uns auch lange überlegt, wo wollen wir uns hin positionieren. War dann auch sogar Rückkehr ins Block West wieder ein Thema. Dann bleiben wir doch auf der Längsseite. Aber wir wollen eigentlich stehen, doch die ganze Zeit. Jetzt sind wir halt ganz oben. Und es klappt doch ganz gut. Man macht ein bisschen Fitness, wenn man immer rauf und runter geht. Und man hat einen wunderbaren Überblick über das Spiel. Ich finde es halt schon wirklich leider Gottes so, dass also die Atmosphäre einfach nicht von allen Seiten kommt. Das hat das Hanapi ausgezeichnet und da waren halt diese absoluten super leibenden Spiele wie gegen PAOK oder zum Beispiel da gegen diese Kärnten, wo wir da 20 noch gewonnen haben, was eigentlich wesentlicher Schritt zum Meistertitel damals war im 8er Jahr, ne? Und das sind diese Spiele, wo der Druck von allen Seiten, da hat sogar die Süd mitgemacht. Ja. Und jetzt ist halt, oh gut, es gibt einen bombastischen Block West, aber letztendlich, das war's. Ja. Selbst auf unserer Seite, da kann man kaum die Leute irgendwie bewegen, irgendwie mitzutun, wie es auf der alten Nord war. Genau. Gut, ein paar Spiele hat es schon gegeben, wo es dann irgendwie Europacup gegen Genk. Ja, aber mit Nachsicht aller Taxen. Mit Nachsicht aller Taxen. Drüben natürlich der VIP-Club, riesig, was soll da kommen? Dann hinter dem anderen Tor, da kommen halt die ab und zu mal kommen. Oder kommen halt zum Derby, weil sie da drüben Karten kriegen. Also das geht wirklich verloren. Es schaut ja recht schön aus, gibt es ja nichts. Selbst an die Enge habe ich mich gewöhnt. Also immer gegen Chelsea bin ich da reingekommen und habe mir gedacht, Alter, was ist da los? Ne? Also da die Stiegenaufgänge auch so eng und so, ja. Man gewöhnt sich an alles, aber ja, es braucht wahrscheinlich ein paar große Spiele und einen Titel. Genau. Da wollte ich jetzt gleich zum noch ein Thema noch vorher kurz. Wie ist euer Kontakt zu anderen Fanclubs, zur Szene, zur aktiven Szene? Begegnet man sich mit Respekt, nehme ich an, wenn man, ja, man kennt sich ewig. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Kontakte, gute Kontakte. Wir sind da, glaube ich, mit allen gut vernetzt und wenn wir Anliegen haben oder wenn wir, also ja, da gibt's natürlich aus jeder Gruppe jemanden, den wir kennen und also aus jeder Gruppe, aber aus vielen oder aus den maßgeblichen und ist immer guter freundschaftlicher Kontakt, also ja, oder wenn umgekehrt wer was von uns braucht, sind wir ja auch immer bereit. Ich meine, jetzt wäre sicher, wenn ich beginne zum Aufzählen, wieder jemanden vergessen, aber natürlich hat man dann, also zum Beispiel zu euch, zum Xingo, oder Teilen von den Tornados oder die Semprenolio, die jetzt vielleicht nicht mehr so aktiv sind, aber die sitzen halt auch in der Nähe von uns. Ultras, genau. Ja, Meidling, also wo man halt vielleicht ein bisschen intensivere Kontakte hat. Von den Lions kennt man ein paar. Aber, also ein sehr angenehmes Zusammenleben. Trotz unterschiedlicher Generationen. Genau, und vielleicht auch anderer Zugang. Sagt, ja. Natürlich hat für die junge Generation einen anderen Zugang zu Rapid, zum Spiel. Eine Frage, weil du vorher gesagt hast, alle drei gesagt haben, es fehlt ein großer Titel. Jetzt sind wir alle eine Generation. Mhm. Wir sind ja privilegiert. In einer gewissen Weise, weil wir haben die großen 80er Jahre, wir haben alle Titel, wir waren Meister, Cupsieger, Supercup-Sieger, weiß man auch, gab es damals auch einen offiziellen Titel. Mhm. Wir haben bei zwei Europacup-Finale erlebt.
Wir haben den letzten Cup-Sieg noch bewusst erlebt, 1995, haben auch nicht mehr viele. Mhm. Also ich kenne viele, die das noch nie erlebt haben. Mein Sohn hat überhaupt noch nie aktiv einen Titel erlebt. Mhm. Deiner ja wahrscheinlich meine Kinder auch nicht. Ja. Und dabei sind die aber nicht mehr ganz so jung. Ja, ich hoffe, mein Sohn wird bald einer erleben, ja, aber es wird. Anders gefragt, haben wir dazu zu dieser titellosen Zeit einen anderen Zugang, einen relaxteren Zugang? Weil, mein Gott, wir waren schon so oft Meister, schon fünf Cup-Sieger. Oder ist es, naja, geht es uns im Prinzip genauso entschuldigend beschissen, wie es allen geht? Ich meine, ich vergleiche das halt gerne mit so andere Traditionsvereine oder große Vereine auch in den anderen Ligen, wo ich mir denke, die fahren nicht einmal im Europacup irgendwo herum oder sind in irgendeiner dritten Liga verschwunden oder haben kein gescheites Stadion oder irgendwie. Nicht? Und wir haben eine aktive Fanszene, wir haben ein Stadion, wir sind noch immer in Hütteldorf. Also das sind irgendwie Punkte, die natürlich einen Titel jetzt nicht wettmachen irgendwo. Aber ja, vielleicht ist es dann auch, sage ich mal, so, dass man dann vom schon Erlebten oder schon Erreichten natürlich länger zehrt und wie gesagt, speziell der erste Meistertitel 81-82, ich meine, beim Cup auch 76, glaube ich, war ich auch im Stadion, aber das habe ich dann, also ob das Alter nicht so richtig mitkriegt, aber 81-82, ich meine, der Meistertitel, das war halt so, das überstrahlt hat so viel oder das, wenn ich mir denke, jetzt machen wir keinen Meistertitel, dann muss ich nur an den denken und ich denke mir, das war der glücklichste Tag in meinem Leben, wirklich. Ich meine, wir haben die Auswärts ausgewischt und so ein Gefühl, wenn du dann am Rasen unten stehst und du denkst, diese Übermacht, ist der Wahnsinn. Der Austria, genau, diese Übermacht und gestoppt und diese ganzen Hänseleien und dann hast du sowas und für mich genügt das halt, wenn ich nur an diesen einen Meistertitel denke und ich denke mir, boah, ich habe schon sowas Großartiges erlebt, aber natürlich, ich bin der Letzte, der sagt, boah, ein Cup-Finale, das wir gewinnen, wäre nicht schön oder wirklich jetzt einmal um den Meister, wie gesagt, ein Meisterfinale zu haben, also in der letzten Runde. Naja, die Frage ist ja deshalb, wir haben es ja schon oft auch diskutiert, viele, die halt jünger sind als wir, die akzeptieren das halt schwierig, dass wir halt nur unter Anführungszeichen vielleicht Zweiter werden. Ja. Wir wissen sie, vielleicht wären wir auch nur Dritter. Genau. Aber ich meine, letztes Jahr waren wir Zweiter und es wird vom Verein ja auch sehr, sehr, sehr großer Erfolg dargestellt. Problematik ist, Harry, dein Wort dann. Wir haben natürlich auch ein Monster als Gegner, der den Wettbewerb halt sehr, sehr schwer gestaltet. Das muss man halt. Ja, also mir fällt eigentlich schon lang. Viele sagen ja, das ist ja eine Ausrede. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das ist ja nur eine Ausrede, weil auch wir haben mehr Geld als andere. Also wir haben auch mehr Geld als Sturm oder wie WRC oder LASK und die sind trotzdem mit uns auf Augenhöhe. Wobei ich dann immer argumentiere, der Unterschied zu Red Bull ist viel größer als der Unterschied nach unten. Also Sturm hat sicherlich nicht so viel weniger Geld, wie wir weniger Geld im Vergleich zu Red Bull haben. Ja, ich sehe eigentlich das auch wirklich als Hauptgrund oder einzigen Grund, dass uns jetzt da so geht, ja. Also, auch wir, als wir jung waren, ja, oder wir wären halt, was weiß ich, da sind wir halt dann einmal Meister waren in den 90er Jahren, waren immer so jung, oder dann zweimal in den Nuller Jahren, okay, die 80er waren von mir das Golden, ja. Aber jetzt ist es halt natürlich wirklich schwer, bis fast unmöglich Meister zu werden, ja. Und seine Übersicher war die Austria übermächtig, oder dann irgendwer der oder der. Aber dieses wirklich schreckliche Konstrukt Red Bull, und die fangen jetzt wirklich nicht an mit, weiß ich nicht, Übernahme von Austria Salzburg und Farm auslöschen oder von dem, dass Liefering jahrelang, also gegen jede Regel mitgespielt hat in der zweiten Liga, eine Verarschung schlechthin, ja. Oder diese Dutzenden Leihspieler bei diesen ganzen Provinzvereinen, die gegen uns dann die Tore geschossen haben, die sie die niemals hätten leisten können. Und diesen Wettbewerbsvorteil, den die sich da also geschaffen haben, ja, und keiner hat was dagegen getan. Also die Bundesliga sowieso nicht, aber auch nicht in Deutschland, auch nicht die UEFA, alles scheißegal, ja. Und jetzt haben sie halt wirklich das, also was geschaffen, was eigentlich, also die können wir nicht schlagen.
Ich sage nicht, dass alles gut ist bei Rapid. Das wird gut gearbeitet und manchmal weniger gut. Aber wir wüssten gegen die Meister werden. Und ich glaube, wenn wir halt zwei, drei Mal jetzt Meister geworden wären in den letzten 10 oder 12 Jahren, ja, wäre alles irgendwie gut gewesen. Und ich glaube, das ist schlicht und ergreifend der Hauptgrund. Und ich meine, die Leute, diesen Mainstream und diese Medien oder die kannst du ja eh nicht beeinflussen, aber was mich wirklich stört, mir wirklich wehtut, ist, wenn also wirklich Rapidler, echte Rapidler, ich habe schon x Diskussionen geführt, die sagen, na und jetzt hör mal auf, immer die machen das ja gut. Das muss man irgendwie anerkennen, die werden gar nichts weiter anerkennen, einen Scheißdreck weiter anerkennen, ja. Das ärgert mich so dermaßen und ich glaube, da sollten wir alle an einem Strang ziehen, weil das bringt ja nichts, es ist die Wahrheit. Ja. Irgendwann kannst du einen Cup gewinnen. Die Sturm hat es geschafft. Ja. Aber auch nur, weil die damals bis im Semifinale waren vom Europacup und das halt irgendwie, das hat sogar denen irgendwie geschaut, unter Anführungsstrichen, im Cupfinale. Die haben die Gunst der Stunde genutzt. Schade, dass es nicht wir waren. Ja. Aber es ist halt irgendwie passiert. Aber da, also das kann ich nicht akzeptieren, wenn also Rapid-Fans sagen, naja, das ist eh schau, oder für den österreichischen Fußball. Also na, ich kann nur sagen, bitte denkt drüber nach und weiß ich nicht, trinkt kein Red Bull und sagt anderen Fußballfans, die Red Bull trinken, trinkt auch kein Red Bull. Also, ich meine, jetzt höre ich schon auf. Aber das mit der Demut möchte ich auch dazu sagen, ja, wir müssen ein bisschen demütig auch sein. Also wie der Robert gesagt hat, mit diesen Europacup-Spielen, mit x Gespräch hat man mit Leuten geführt, die waren noch nie in ihrem Leben auf einem Europacup-Match mit ihrem Verein, dem sie folgen, ja. Und bei uns ist dann schon so, na super, jetzt spielen wir schon wieder gegen Villarreal, ja. Also, oder da fahren wir geil, scheiß Gegner oder was, ja. Also, da muss man schon ein bisschen auch Demo zeigen. Und wir haben das irrsinnige Glück, wir spielen nahezu jedes Jahr in Europa, ja, was wir da schon irgendwie alles gesehen haben und erlebt haben, ja. Und das sollte nie irgendwie dann eine lästige Pflichtübung sein, sondern es ist eigentlich immer leibend. Und wenn man 20 Mal in diesen depperten Villarreal spielen, wo man dann immer in einem von diesen drei Lokale drinnen sitzen werden, dann spielen wir zum 20. Mal dort, ist doch wurscht. Ich versuche jetzt ein bisschen den... Ah, noch einmal, ja, genau, wegen den Jungen, das tut mir auch so leid, wegen den Jungen, wegen meinen Buben zum Beispiel und wegen allen anderen, ja, dass die das eigentlich von denen, also die Red Bull nimmt ja denen wie die Chance, ja, also eine Meisterschaft zu feiern und wir wissen ja, wie schön das ist, ja, und jetzt sind meine und auch dein Bub, ja, die waren schon dabei 2008, das waren Kinder, da kann man nicht so feiern, ja. Und ich hätte es denen so vergönnen, ja, allen, dass die das also möglichst bald erleben. Das Realistischste ist vielleicht, dass man wieder auch ein Wunder in Klagenfurt wenigstens einmal gewinnen, aber die Meisterschaft, pff, sehe ich keine Chance. Jetzt bin ich sprachlos. Naja, es nein, ist... Aber man muss es realistisch sehen. Ich glaube, dass es schon so ist, dass man es in einzelnen Spielen wird, man es vielleicht irgendwann einmal wieder schlagen. Mhm, das wird uns hoffentlich irgendwann einmal auch wieder gelingen, obwohl in den letzten 2-3 Jahren wir weiter den Weg sind als denn je. Aber es wird uns irgendwann einmal auch wieder gelingen, aber auf 32 oder 36 oder je nachdem, wie viele Spiele man in der Liga hat, wird es halt aufgrund dieser auch dieses unheimlichen Spielermaterials, das die ja daher zaubern. Ich meine, man darf nicht vergessen, das vergessen viele, dass die in Liefering so viel Geld investieren, dass Liefering vom Budget und von in locker in der Bundesliga mitspielt. Mhm. Und dann reden sie von einem guten Scouting, von denen, da werden 5 Spieler Millionen geholt, ja, 4 Gänger also wieder zurück und einer kommt auf. Die finanzieren so ungefähr 17 bis 20 Millionen Euro in einen Verein, der eigentlich unabhängig ist und nichts mit Red Bull zu tun hat. Ne? Mhm. Das vergessen halt auch viele. Ne? Das heißt, währenddessen wir einen Marco Grühl erst in der, also eigentlich erst gratis holen können, weil wir uns den Transfer im Winter nicht leisten können. Und einer davon wird vielleicht. Genau. Das ist halt eine Geschichte, die halt wahnsinnig schwierig ist. Und das zu durchbrechen, ich glaube, die können sich wahrscheinlich nur selber schlagen. Die müssen wirklich einmal trainermäßig komplett daneben greifen und halt dann das auch. Selbst da, glaube ich, gut, Basel ist auch gut. Ja, was ist Basel? Gut, Basel ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber Basel ist momentan irgendwo. Ne? Und die Young Boys haben es komplett abgelöst. Das sind aber alles normale Fußballvereine. Alles sind im Prinzip Fußball gut, wobei die Konstrukte dahinter auch natürlich würden wir so auch nicht wollen als Mitgliederverein. Aber das sind, wie du sagst, Fußballvereine, aber die können sich nur irgendwann einmal selber schlagen, indem sie einfach irgendwann einmal wirklich ins Fettnäpfchen greifen und daneben greifen. Gut. Lassen wir's. Bleiben wir Bogen international. Was ich schon anfangs erwähnt habe,
Ihr beide besucht ja nicht nur Rapid international, sondern ihr besucht ja auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Afrika Cup, Asien Cup wahrscheinlich auch schon. Das heißt, diese eine Leidenschaft, die bei dir, Robert, in Rotterdam begonnen hat, hat sich dann quasi wie ein Virus in dir selber verbreitet. Das ist eine richtige Leidenschaft geworden von dir. Beim Harry auch, nicht? Ja. Du schaust ja auch, ich meine, wenn es Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, was geht und machbar ist. Was war deine erste, was mit Robert anfangen darf, was war deine erste, ist es großes Turnier? So, das erste große Turnier war 96 EM in England. Das war natürlich, ich meine, da ist natürlich jetzt auch ganz andere, sind jetzt auch ganz andere Strukturen. Ich glaube, wir haben damals, ich weiß jetzt nicht, für 15 Matchkarten gehabt oder so irgendwie. Haben wir ja vor Ort bekommen, die Karten. Das war, oder war das? Nein, wir haben es damals durch den ÖFB, wir haben eine Liste hingeschickt, das wollen wir alles sehen. Und also, dann haben sie angerufen, kommt's und die Karten sind da, nicht? Okay. Also so war aber das ein Losverfahren, Fußball, so wie es jetzt gibt. Genau. Nein, wir sind da im Happelstadion durch die Gänge gegangen, ihr müsst dort in das Büro gehen und dann ist das Backerl gelegen. Ja. Genau. Also da hat es angefangen, 96, dann 98 Frankreich, 2002 Japan, also 2000 Belgien, Holland, 2002 Japan. Geht es dir da, ich frage jetzt den Robert speziell, geht es dir da um das Spiel oder geht es ja, dass du das Stadion, dass du sagst, du willst diese Liste an Stadien abhaken? Ich sage jetzt einmal ganz humorlos. Oder suchst du das schon speziell? Gut, die Co-Spiele kann man sich nicht, weiß man ja oft nicht, oder kann man sich ja vielleicht den Weg ausrechnen, aber das ist ja immer mit sehr vielen Eventualitäten verbunden. Suchst du dir die Spiele gezielt aus oder suchst du eher die Region oder die Gegend? Naja, es ist so, natürlich je größer das Land ist, desto besser muss man vorausplanen, sage ich einmal. Und du musst natürlich dann auch schauen, wie sich das natürlich mit der Reise dann alles ausgeht. Wenn man jetzt sagt, na gut, 2014 in Brasilien, da kann ich jetzt nicht oben in Recife ein Match haben und am nächsten Tag kann ich unten dann im Süden sein oder was weiß ich, in Sao Paulo oder so, da musst du halt schauen, okay, was ist jetzt wieder machbar? Was ist möglich, ja. Man schaut, wie sind da die Flüge, wie kommt man da, also Brasilien war halt hauptsächlich Flüge zum Beispiel, und dann schaut man halt, wie lässt sich das verbinden, nicht? Wie ist da die Taktung? Man muss natürlich auch schauen, dass man das natürlich auch, sage ich mal, körperlich da blast, nicht? Weil du musst ja natürlich auch dann immer aufstehen und von A nach B fliegen und dann nach C weiter und so weiter. Und natürlich bleibt man oft dann hängen, weil dann gibt es das Abendspiel, nicht? Du schaust das Abendspiel, jetzt kommst du dann spät ins Hotel und am nächsten Tag läuft schon der Wecker und du sagst, oh ja, genau, der frühe Flug von Recife nach Rio, das ist heute und nicht morgen. Nicht? Und natürlich plant man dann und sagt, okay, da lassen wir noch einen Tag dazwischen und dann lieber ein Spiel im Fernsehen dann sehen, weil es wird dann wirklich zu viel. Aber wie gesagt, wie wir jetzt gemeinsam waren beim Afrika Cup in Ägypten, da haben wir schon, wie viel waren das an einem Tag? Waren es zwei Spiele oder so? Haben wir schon dann auch gemacht oder EM 2004 in Portugal. Ich glaube, es waren nur zwei Spiele, es waren nicht drei, aber da ist schon dann irgendwo der Wagen dann irgendwo am Randstein oben schnell hingepackt worden und gesagt, da stehen so viele von den Portugiesen, die stehen auch verkehrsbehindernd, da werden sie uns nicht rausfischen, bleiben wir dort, lassen wir den Leihwagen halt da stehen und rennen wir zum Stadion. Also, aber zum Beispiel, wenn du jetzt zu einem großen Ereignis fährst, EM oder WM oder Afrika Cup, versuchst du aber, dass du nicht zweimal ins selbe Stadion. Ja, wenn es so ist es genau nach Möglichkeit. Wenn es so ist, dann ist so. Wie gesagt, wenn ich natürlich wieder dort vorbeikomme und da ist wieder ein Match, sage ich nicht, also so bin ich, das sage ich nicht, das habe ich jetzt schon gesehen. Also mich interessiert dann natürlich das Spiel auch, je besser das Spiel, also je höher rangig, also desto besser. Aber ich bin da nicht ausscheiden und sage, na, das kommt jetzt, wie es viele gibt, die sagen, das kommt nicht in Frage, da war ich schon in dem Stadion, das habe ich jetzt schon. Also, das macht man dann nichts, aber natürlich schaut man, dass man recht viele und dass man halt natürlich alles irgendwie ein bisschen abdeckt oder so und was weiß ich, bei der WM in Russland, wenn man Jekaterinburg oder so irgendwie schaffen kann, wo man dann, weiß nicht, Eröffnungsspiel in Moskau und dann schnell am Flughafen und dann um eins, halb zwei in der Nacht dann dorthin fliegt und dort dann ein Spiel mitnimmt und das dann irgendwie so verbindet, dann macht es natürlich noch doppelt Spaß. Und man sagt, okay, dort, das ist schon sehr, sehr
östlich, also ja, also. Und wie ist es bei dir, Harry? Ist es ähnlich? Ja, also ich möchte jetzt gar nicht unbedingt von den Turnieren reden, also da war ich auch bei etlichen dabei. Meine erste WM war halt schon 1990, war entweder in Italien unten ein bisschen. Aber grundsätzlich so das Groundhoppen. Also da gibt es ja Groundhopper, die halt, weiß ich nicht, die haben tausende Grounds und man muss immer... Aber seid, steht würd, auf würdet ihr euch selber als Groundhopper bezeichnen? Ja und nein. Also ja, wenn wir natürlich gerne unterwegs sind, nein, weil halt irgendwie wir nicht mit einer Liste von 2000 Grounds natürlich auf... Ich wollte gerade fragen, es gibt ja Listen, ja, FIFA, UEFA... Warten können. Und so weiter. Also und, bei, mir genau. Bei mir ist es erwacht, irgendwie... Ich liebe den Fußball ja grundsätzlich und super, was in Deutschland dann irgendwelche Spiele geschaut hat, in Italien oder in England. Da bin ich drauf gekommen, okay, irgendwie super und ich will mehr. Und dann war es irgendwie so mit den Ländern, das hat mich irgendwie so angefixt. Ja. Ich habe mich super mit gefreut, Rapid spielt dort und dort in einem Land, da war ich noch nicht. Ne. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wird es mir langsam ein bisschen wenig, ich möchte ja trotzdem in diese Länder. Ne. Und gesagt, okay, dann schauen wir in diese Länderspielpausen, kann vielleicht was machen. Und wir haben halt Länderspiele uns angeschaut. Zuerst von Österreich auswärts, dann war das aber auch irgendwie nicht so ausreichend. Dann haben wir halt nur geschaut, wer spielt da jetzt? Ne. Und dann gesagt, ja, passt, dann schauen wir uns halt an, keine Ahnung. Haben wir uns angeschaut, Armenien gegen Slowakei, weil in Armenien waren wir halt noch nicht. Ne. So bis halt irgendwie, ja, keine Ahnung, die UEFA halt dann komplett... also fertig war sozusagen. Aber mich interessiert das alles, mich interessiert das ja, wie es dort ausschaut, wie die Leute sind, wie das dort tickt. Und wenn ich ja nur ein, zwei Tage dort bin, so habe ich ja doch ein Gespür ein bisschen. Ja, weil die Leute sagen oft, na, das tust du auch, da fährst du für ein Wochenende dort und dort hin. Ja, und? Die anderen waren halt noch gar nicht dort. Ne? Also ist mir das natürlich lieber. Ja, und dann hat es mit anderen Dingen halt begonnen, ne? Wie mit den, also Afrika Cup war für mich immer schon irgendwie, hat mich irgendwie interessiert, hat gerne afrikanische Bücher gelesen von Autoren. Das haben wir dann gemeinsam gemacht mit einer ganzen Partie. Also, na, der Robert war ja schon 96 in Südafrika, hat da viel Kontakte ja dann aufgetrieben nach, genau, Schottland, genau. Und so. Und dann für mich war das ein Traum und dann haben wir 2008 in Ghana das gemacht, waren wir glaube ich zu sechst oder was, ne? Es war natürlich super Reise in eine andere Welt, ne? Ich meine, da sind wir zum Eröffnungsspiel gekommen, ohne Karten, ohne irgendwas. Und dann am Schwan, das Fernsehen ist gekommen und hat uns interviewt. Ja, das war natürlich wirklich, das war echt eine super Reise, wie in eine andere Welt. Oder eigentlich auch jetzt, wo wir waren in Ägypten, da sagst du, naja, Ägypten war eh schon jeder, ne? Tauchen am Roten Meer. Und wir da gefahren sind mit den Linienbussen in Nordägypten, da weiß ich nicht, ob da schon viele waren irgendwie, ne? Es war dann schon total... In Suez oder in Ismailia. Wo gibt's da Bier? Da gibt's kein Bier. In einem Hotel hat es ein Bier gegeben, ne? In einem Ort von Ismail, da gibt es ein Bier. Wir haben ihn nicht gefunden, keine Sorge. Und habt ihr da heute noch Kontakt zu manchen Einheimischen? Habt ihr da irgendwelche... Ja, es haben sich auch Freundschaften gebildet zu Leuten, die halt ähnlich gestrickt sind. Oder wir treffen, also wir haben da zum Beispiel in Ägypten, habe ich wieder jemanden getroffen, der auch beim Afrika Cup Gabun Equatorial Guinea 2012 war. Jetzt sind wir draufgekommen, dass wir im selben Hotel, der war auch in Suez bei dem Spiel, im selben Hotel geschlafen haben. Oder wir haben, glaube ich, bei uns im Hotel im Zimmer schlafen lassen. Der hat nämlich, das war nicht so einfach in Gabun. Und wir haben ein Hotelzimmer gehabt, er hat keins gehabt, uns war es wurscht. Wir sagten, da, nimm da Decken, leg dich dorthin, schlaf und ja. Wie gesagt, und jetzt sind wir draufgekommen, der war damals auch dort und den haben wir jetzt wieder in Ägypten dort, eben in dem Hotel, wo es das einzige Hotel in Ismailia, wo es ein Bier gibt, dort haben wir den wieder getroffen. Also, und wie viele von euch, also von den Gentnern, sind so gestrickt wie ihr? Ja, einige auch. Doch einige. Ja, also jetzt sind wir jetzt vielleicht, gibt es noch einen, der also eigentlich ein Vorreiter war, jetzt nenne ich doch einen Namen, der liebe Moser, der wahrscheinlich auch vielen ein Begriff ist, der war ja eigentlich einer der Vorreiter, der hat gute Kontakte nach Deutschland gehabt und da gab es ja diese Vereinigung der deutschen Groundhopper, gegründet, keine Ahnung, 1990 wahrscheinlich oder so, wo die das begonnen haben, so ein bisschen zu professionalisieren und er war da das einzige nicht-deutsche Mitglied. Nicht, also Österreich, also nicht mit deutschem Reisepass, ja. Der ist irrsinnig oft gefahren früher, also fährt noch immer gerne, vielleicht nicht mehr mit der Intensität natürlich, wie es junger. Eigentlich, also diese Leidenschaft haben etliche von uns dann immer wieder. Im Kraut, wenn wir in Innsbruck gespielt haben oder wenn wir, genau, sind wir wohin gefahren, alle mit zwei Autos, acht Leute oder was. Ja.
Es war natürlich wunderbar. Aber ihr seid jetzt keine, es gibt ja auch in Österreich sehr viele, die unterklassige, also die Unterklassen-Grounds. der Robert lacht schon, also den muss man ja fast... Robert muss man dazu sagen, das ist auch, David, du besuchst alle Rapid-Pflichtspiele, aber die Testspiele lässt du, also das fällt dir nicht so schwer, nicht jetzt irgendwo Würmler zu fahren und dort am Dienstag am Abend ein Testspiel zu sehen. Das hat natürlich auch einen Grund, also wie gesagt, das war natürlich auch in den 90er Jahren, wo man dann irgendwie, ich weiß noch, der Jürgen hat dann irgendwie angerufen bei Rapid und dann haben sie den Jürgen gesagt, du Jürgen, heute spielen sie nicht um 16 Uhr bei dem, das ist nicht das Freundschaftsspiel, es ist um 14 Uhr. Ja gut, ich komme hin, ich sage dem Postamt, dass ich frei brauche. Ne? Der ist dann hingefahren und ich habe mir gedacht, ne, das ist so kurzfristig, kann ich aber nicht dort sein. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich jetzt ärgere drüber, lasse ich jetzt einmal die Testspiele aus, bin dann natürlich, ja, zu große Spiele, wie wir gerade vorher geredet, gegen Arsenal, Eisenstadt oder was weiß ich so, was haben wir dann noch gespielt, irgendwie Mönchengladbach oder so, ja, oder, das habe ich mir auch dann angeschaut oder so, aber das ist halt, wie gesagt, da mache ich dann irgendwie doch eine Linie, wo ich sage, na, das wieder nicht, weil ja, nicht nur, dass man sich ärgert, aber das ist halt dann auch, wenn 10-mal gewechselt wird oder noch öfters, das hat dann das Sportliche dann wieder, dann oft. Ja, wenn ein neuer Spieler vorgestellt wird und man sagt, okay, den will ich jetzt sehen, irgendwie. Aber jetzt spielen sie meistens die Testspiele im Happelstadion und gar nicht, die Spiele in der Provinz, sogenannten, da werden eh weniger. Ja, außer Trainingslager vielleicht. Nicht? Aber nein, im Sommer gibt es die schon. Im Sommer, wenn die Trainingslager sind, irgendwo. Ja, da bin ich dann auch nicht Trainingslager mitgefahren, was weiß ich, nach Portugal oder so. Okay. Das bin ich auch nicht mitgefahren, weil das war mir dann auch, da war ich irgendwo bei einem anderen. Ja, du bist schon ein Testspiel. Naja, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Okay. Also das ist mir nicht sonderlich wichtig, wenn so. Ich war auch noch nie in der Türkei beim Trainingslager oder so. Also das ist mir nicht so wichtig. Aber also grundsätzlich sei gesagt, dass ich auch den Unterhaus was abgewinnen kann. Ich schaue mir gerne eine Wiener Liga spüren. Ja, aber du hast da jetzt keine Liste, wo du sagst, du musst... Oder die schreiben wir schon auf die Liste auch auf. Nein, wo du sagst, die Liste, da fehlt mir jetzt noch der... Nein, es ist eigentlich manchmal, wenn wir in Vorarlberg spielen, da schaue ich schon immer. Aber, ja, oder keine Ahnung. Ich muss sagt der Robert, geh mal doch lieber zum Wirten. Sag ich, schau, da können wir... Ist der dort der Würstel irgendwie in Frastanz? Da treffen die anderen Rapid Groundhopper dort und da versucht es mal gut zu verkaufen dann und sagt, schau, da sind die anderen auch. Ne? Manchmal gibt der Robert nach, manchmal gibt halt ich nach, sagen wir so. Es ist nicht so wichtig. Gibt es jetzt noch eine Destination, wo ihr sagt, die fehlt mir noch, die auf meiner Liste, international? Also bei mir war es Argentinien. Bei mir war es Argentinien und da war ich aber zum Glück jetzt auch noch knapp vorher. Also nicht ganz, aber fast knapp vorher, genau, mit meiner Frau da der Woche, es war natürlich klasse, auch viele Dinge erlebt, führt aber jetzt irgendwie zu weit, jedenfalls ein paar Spiele gesehen. Oder gibt es noch ein Stadion, wo du sagst, das habe ich noch nicht gesehen? Das ist nicht schwer zu sagen für mich, also ich möchte in Australien ein Spiel sehen, schon allein deswegen, dass ich dann sagen kann, ich habe auf allen Kontinenten ein Spiel gesehen, aber ansonsten, ich bin eigentlich... Mich interessiert alles. Also ich sage jetzt nicht, das und das fällt mir jetzt unbedingt. Nein, fällt mir gar nichts ein. Ja, wir sagen dann halt oft so bei so Reisen, was weiß ich, da haben wir mal, wo Rapid nicht sich qualifiziert hat vor ein paar Jahren, haben wir unsere England-Tour gemacht. Ich glaube, wir waren 7 Tage dort und haben 7 Matches gesehen. Und da haben wir dann auch gesagt, naja, da jetzt bei City, okay, ist uns jetzt nicht so großartig sympathisch der Verein, aber die spielen in der Champions League. Das schauen wir uns auch an, das können wir gut verbinden, wenn wir bei Manchester City gegen, ich glaube Ajax war es. Gegen Feyenoord. Oder Feyenoord, ja, irgendein Holländer. Sind wir halt auch dorthin gegangen, weil ja, es ist dann schon das neue Stadion bei City, das schaut man sich dann schon an. Also das ist, aber schöner war eindeutig, also Fulham gegen Millwall auf dieser Reise. Das war das war natürlich, das war toll, ja. War eine bessere Stimmung, muss man sagen. Ja. Was sind eure nächsten Ziele beim, also welche Turniere, wenn es Europameisterschaft heuer? Ja, jetzt habe ich gerade 2 Karten verloren, unter Anführungszeichen. Es ist jetzt in Dublin abgesagt worden, hat der UEFA das Dublin entzogen. Da hätte ich eine Karte gehabt, dann in Rom hat jemand, ein Freund von einem Freund, die Karte zurückgegeben fürs Eröffnungsspiel. Das hätte ich auch gern gesehen, aber das wird jetzt auch nichts.
Und jetzt hoffe ich, dass ich ja noch was anderes sozusagen sehe. Aber es ist ein Ziel. Es ist ein Ziel. Ich habe theoretisch Karten, aber man muss schauen, wo überall gespielt, also mit Publikum gespielt wird oder wo man gelost wird. Das ist ja leider auch schon so, dass manche Spiele gelost werden und da kann man jetzt... Ich war da eigentlich in keinster Weise motiviert für diese komische Europameisterschaft in 11 verschiedenen Ländern, weil für mich ist es im Grunde so, sein Turnier, das lebt ja, ich weiß, viele sagen, ja, da sind nur Kunden dort und das ist eh alles ein Blödsinn, aber es stimmt nämlich nicht, ja. Das sind schon irgendwie echte Fußballfans dort und für mich lebt es, dass die sich halt alle vermischen irgendwie. Also es war super, zum Beispiel, wo wir in Frankreich waren, da haben wir in Lyon dann irgendwie den Roland Holzinger getroffen. Ja, es war echt leibend. Dann sind wir da gesessen, da irgendwie in einem Lokal und haben in alten Zeiten geschwelgt oder jetzt auch zuletzt in Russland, ja. Da waren Kolumbianer, glaube ich, 40.000 in dieser kleinen Stadt Saransk, ja, verrückt, ja. Mhm. Das ist, sowas taugt mir halt irrsinnig auch, ja. Und da war ich gar nicht motiviert. Also ich habe Karten für ein Ungarn-Match in Budapest und wenn es irgendwie möglich ist, werde ich auch das Spiel besuchen, aber bin nicht in heller Aufregung deswegen. Noch eine kurze Frage, welche Turniere habt ihr zur österreichischen Nationalmannschaft in Bezug? Ich bin oder außer so, mir geht es halt mehr, schwenkt auch so in den Erinnerungen, ne? Hans Gankel, Cordoba und so weiter. Mhm. Früher ja, also wie gesagt, ich war ja auch 90 in Italien. In Italien bei den Spielen, auch 98 bei den WM-Spielen, genau. Bin immer wieder auf die Heimspiele gegangen, eigentlich ohne allzu große Emotionen. Auch weil ich den Sport zuliebe. Jetzt fällt es mir eigentlich immer schwerer. Das Publikum ist eigentlich seit Jahren überhaupt nicht mehr auszuhalten. Also ich gehe jetzt eigentlich auch schon nicht mehr so richtig. Aber zeitlang sind wir dann, wie ich schon gesagt habe, super, da spielt Österreich in Weißrussland, da fahren wir mal schnell hin, weil dem Land waren wir noch nicht. Aber da geht es dann gut, mit Rapid waren wir jetzt schon dreimal zusätzlich durch. Ja. Also. Jetzt kommen wir dann langsam zum Ende. Jetzt möchte ich noch vielleicht... Wie gesagt, wir leben teilweise auch noch wie alten Säcke ein bisschen in der Vergangenheit, glorifizieren die Vergangenheit, auch mit Recht. Jetzt ist Rapid 2021. Wie seht ihr den Weg, der momentan gegangen ist, gegangen wird mit Zoki Barisic, Didi Kübauer, die ganze Problematik, jedes Jahr fast eine halbe neue Mannschaft? Also ich finde, dass wir jetzt sehr gut in die Spur gekommen sind. Das ist auch den beiden Zoki und Didi zu verdanken, die jetzt wieder sozusagen eine Einheit Trainer, Sportdirektor, Mannschaft irgendwie, auch natürlich mit dem Präsidium. Man sieht auch, dass Rapid das vergisst man auch oft, eine sehr gute Jugendarbeit macht, nicht? Dass immer wieder Leute durchkommen, wo dann auch Leute irgendwie sagen, der ist nicht so gut oder so. Und die sagen, ja, international, wenn du das schaust, jetzt einmal... Man sieht es ja auch in den ganzen Auswahlmannschaften. Ich glaube, kein Verein in Österreich hat mehr Spieler in den Jugendnationalmannschaften wie Rapid. Das wird gerne übersehen, nicht? Oder wenn ich mal jetzt nur so, weil ich ihn auch persönlich kenne, den Mert Mühltür, ich meine, was der für eine Karriere gemacht hat, der hat ein Jahr bei Rapid in der Kampfmannschaft gespielt, ist jetzt im türkischen Nationalteam. Ich schaue mir auch gerne, wenn er bei Sassuolo spielt, schaue ich mir auch die Spiele gerne an, um einfach zu sehen, was der sich entwickelt. Wie entwickelt sich ein Spieler, der bei Rapid von der Jugend in die Kampfmannschaft ins Ausland gegangen ist, wie geht das weiter? Und ich finde, da gibt's sehr viele Beispiele auch. Und das sehe ich eigentlich sehr positiv, aber wie man will den Haare nicht jetzt wieder anstacheln, wie man sieht, da gibt es halt diesen übermächtigen Konzern, der uns da halt behindert, dass wir jetzt da auch was einfahren. Nicht? Also, ja, aber ich finde, wenn ich da meinen Senf dazugeben darf, aber ist es nicht so, dass das für Rapid eigentlich auch die Chance ist, mit den eigenen Spielern die Identifikation zum Verein einfach zu wahren? Weil das, was andere machen, sich irgendwo die Leute zu... Na klar, man braucht schon natürlich punktuell gute Stürmer. Genau. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn dieser Baden Frederiksen bei Rapid spielen würde. Ich glaube, das ist ein guter Spieler, der wird uns schon weiterhelfen. Ja. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es mir fast lieber ist, ich spiele 4-5... Ich sage immer Kinder Rapids,
bei uns, und dafür wären wir vielleicht nur Dritter, als wir kaufen uns irgendwie mit teurem Geld, das wir eigentlich gar nicht haben, vielleicht irgendwie einen Erfolg, der, weiß ich nicht, das ist ein schwieriger Weg. Ne? Haben wir ja gesehen, dass es so einfacher gar nicht, selbst wenn man es will, nicht funktioniert, nämlich im Jahr 2016, wo man doch ein bisschen Geld da war, in bescheidenem Maße. Ja, das ist meine Rede, man darf, ja. Man darf ein bisschen Geld geben. Und dennoch, also ist eigentlich nichts rausgekommen, ja. Also, ja, keine Ahnung, ich bin grundsätzlich positiv, dass der Zocker und der Didi am Werk sind, das finde ich super, weil das Rapidler sind und weil die also Helden von Rapid auch waren als Spieler, die Großes geleistet haben, und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Duo jetzt möglichst lange am Ruder bleibt, weil ich finde Kontinuität irrsinnig leiwand, und ich verehre Vereine auch wie den SC Freiburg, ja, also jetzt nicht, weil dort so eine super Stimmung oder so, also, nein, sondern weil es ist ein Weg, ein außergewöhnlicher Weg, ja, so lange festzuhalten am Personal. Auch Abstiege mitzunehmen, genau, sein muss. Ja, und viele Eigenbauspieler, ja, ich meine, letztens war der Streich wieder im Fernsehen und hat aufgezählt, wer alle von Freiburg in die Nationalmannschaft gekommen ist. Die werden wahrscheinlich nie einen Titel gewinnen. Nein, aber das ist ganz toll. Und denen vergunne ich, wenn die mal in Europa spielen, dass wir hinfahren können. Genau, ja. Genau, ja. Mir ist es halt schon zu kurz, die Verweildauer der Spieler. Das tut mir sehr leid. Das betrifft sowohl die Spieler, denen wir reingeholfen haben über unseren Nachwuchs in die Kampfmannschaft. Der Mülde ist ja auch einer von diesen Beispielen. Ja. Und mir ist auch die Verweildauer zu kurz von Spielern, die zu uns gekommen sind, die wir eigentlich in sehr kurzer Zeit groß gemacht haben. Und nach einem Jahr, noch zwei mit Nachsicht aller Taxen, rennen sie dann weg. Also ich meine zum Beispiel wieder Veli Kavlak, der ist als junger Bursche in die erste gekommen, der hat Jahre bei Rapid gespielt, hat auch seine Leistung gebracht und hat einmal wieder wie ein junger Down gehabt, das ist ja normal, ja. Und da muss ich sagen, ein Spieler, wenn der 5-6 Jahre spielt, ja super, da freue ich mich irrsinnig, wenn der dann einmal, der ist Kapitän dann gewesen bei Beşiktaş, das ist nicht irgendwas, der hat leider verletzt dann immer, ne. Aber mir ist das, also das ist immer zu kurz, dass diese Spieler gleich wegrennen und ich meine, ja, jetzt geht der Kapitän in die zweite Liga zu FC Köln. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich meine, ja, da wird schon mehr Kohle also geben der und so. Novicic, ich sag's ganz offen, ist für mich ein bisschen eine Enttäuschung. Ja, und ich meine, nichts gegen den FC Köln, ist ein leibender großer Verein, aber ich meine, ich finde auch die sportlichen Leistungen, er ist immer ein Kapitän, das darf man nicht vergessen, er ist ein Kapitän. Durch diese Transfergeschichte sind seine Leistungen teilweise unterirdisch und auch seine Interviews in letzter Zeit haben mich ein bisschen enttäuscht. Also das ist ein Spieler, wie gesagt, wiederhole mich, ein Kind Rapids, da hätte ich mir andere Reaktionen erwartet. Aber wir müssen aufpassen, weil was mir nicht gefällt ist, wenn dann der Stab gleich gebrochen wird und es wird dann Dreck hinterhergeworfen und bei manchen geschieht es ja mit gutem Grund. Muss ich auch sagen, wenn der dort und dort hingeht, dann bin ich der Letzte, der da dagegen spricht. Aber halt, letztendlich ist ein Abschied mit Würde auch was Schönes. Ne? Wenn dann zu Saisonende Spieler verabschiedet werden, muss ja nicht einer sein, wie der Kullo, der ewig da war, sondern auch, wenn einer zwei, drei Jahre, was weiß ich, oder wie der Markus Heikkinen, ist ja wurscht, wer, ja. Wenn der einen Applaus kriegt, und der geht im guten Weg, dann gefreut mir das. Gut, der hat sich jetzt einen Applaus selber genommen. Ja, auch ein Höhepunkt der letzten Jahre. Es gab nicht viele Höhepunkte, aber das war sein Abschied mit der roten Karte war ein Höhepunkt. Ja, ja, aber trotzdem ist es natürlich, ich gebe dir recht, es ist irgendwie enttäuschend, dass die halt irgendwie kaum wackelt hat, wer mit ein bisschen, ich weiß schon, dann sind sie ja die Manager gewesen, aber 3-4 Jahre kann man schon bei Rapid spielen und dann wird keiner was sagen, wenn sie wollen. Er hat auch sehr gut gespielt, er hat seine Leistung gebracht. Ja. Darf man auch nicht vergessen, jetzt ist ja in der Meistergruppe einer der Stützen, dass wir überhaupt Vizemeister geworden sind. Aber die letzten Wochen, sage ich, da bin ich nicht, darf man auch sagen, meiner Meinung nach, fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich habe es eigentlich allgemein gemeint. Ja, natürlich, so kann man es auch sehen. Ja, jetzt haben wir fast 2 Stunden. Boah. Ja. Ja, das ist immer bei den Auswärtsfahrten, bei den Rückfahrten, wenn wir zwar ins Reden kommen. Dann dauert es, aber das ist kein Problem. Ich möchte euch noch einmal, ich danke euch, dass es euch gibt, das sage ich, meine ich wirklich ganz aufrichtig. Also wir brauchen Fans wie euch, die diesen Verein einfach, ja, ich sage mal es bedingungslos lieben, so kann man es eigentlich sagen.
und durch alle Höhen und Tiefen mitgehen und immer, und das ist, eint uns ein bisschen, auch in schwierigen Zeiten, wo vielleicht alle sagen, na, wir gewinnen nichts, und doch immer, wurscht, das nächste Spiel gewinnen wir, aber auch wenn es vielleicht nicht realistisch oft ist, oder ich habe auch gegen Salzburg, nein, das verlieren wir nicht. Ja. Manche von meinen Freunden lachen mich dann immer aus, ne? Die sind dann sehr realistisch, ja. Aber ich denke mir, okay, ich bin heute enttäuscht vom gestern, also vom Sturmspiel, aber ich bin überzeugt, dass man gegen LASK gewinnt. Ja. Also, ich bin ja realistischer ein bisschen als du, was die Ergebnisse oder die Prognosen betrifft. Aber was bei mir ist, auch wenn es kann noch so scheiße rennen, und bin ja am Montag in der Arbeit, denkt man, na bitte Hilfe oder so. Aber ich weiß es hundertprozentig, am Donnerstag freue ich mich schon wieder. Ja, man freut sich. Es ist ja das, wenn man wieder zum Spiel gehen darf. Genau. Man ist am Montag, Dienstag vielleicht noch angefressen, Mittwoch denkt man vielleicht einmal einen Tag einmal nicht unbedingt dran, außer es ist gerade Europacup, aber spätestens am Donnerstag, wenn man dann sagt, wie fahren wir hin oder wie treffen wir uns, dann fängt die Freude an. Und dann ist mein Zugang, und ich sage immer so, solange ich mich nicht, wenn ich mich nicht mehr auf ein Rapidspiel freue, dann ist es aus. Und ich meine, unser Vorteil ist halt, dass wir das schon so jahrzehntelang, dieses Auf und Ab kennen, dass man weiß, okay, der Punkt kommt wieder, wo man den Sekt quer durchs Flugzeug spritzt auf der Heimfahrt von Moskau, und da gibt es wieder das 4-0 in Wolfsberg bei minus 2 Grad, wo du irgendwie denkst, okay, morgen muss man aufstehen, muss man in die Arbeit gehen, und jetzt ist schon 19 Uhr und ich stehe da und gehe jetzt noch zum Parkplatz, und wir steigen dann ins Auto oder man steigt den Bus ein. Das ist natürlich dann auch, aber wie gesagt, man weiß, dass die anderen Zeiten oder Momente mit der Rapid wieder kommen, und da haben es wir natürlich leichter als jemand, der sagt, okay, ich warte jetzt auf diesen Moment, wo der Sekt durchs Flugzeug spritzt. Ich hoffe nur, dass unsere biologische Uhr nicht langsam abbrennt. Ja, früher wäre gern bei dem einen Gesang gesungen, noch einmal Meister werden mit dir, habe ich heimlich gesungen, Europacup-Sieger mit dir. Ja. Mittlerweile singe ich auch schon Meister. Ja, vielleicht gewinnen wir ja die Conference League. Vielleicht ist das ja unsere Klagenwerte. Nein, wie auch immer, also ich bedanke mich einmal auch von zum einen, Seite, dass ihr da wart, dass ihr so ganz locker und offen über eure Rapid-Historie, auch über den sehr, sehr leidenden Fanclub. Gibt's, ich habe jetzt vergessen, bei meinen Vorbereitungen, habt ihr eine Website oder irgendwie eine? Nein. Nein, es haben irgendwie ein paar dann so eine Art Facebook-Seite begonnen, also, aber ich glaube, es wird nicht sonderlich gewartet. Also, wenn es passt, ist es passt. Es ist eine Website haben wir nicht. Nein, es passt, es ist einfach eine alte Schule. Es ist noch ein Fan sein der alten Schule in gewisser Weise. Und dafür danke ich euch. Ich wünsche euch, ja, vor allem, dass wir gesund bleiben. Das ist wichtig, und dass wir hoffentlich im Juli wieder auch, und alle anderen, also ich vergönne es jedem, wie gesagt, ich vergönne es auch den Fans der anderen Vereine, fast allen, sagen wir so, fast allen anderen Vereinen vergönnen wir es, dass wir wieder ins Stadion gehen. Weil Sturm Rapid oder Rapid Sturm ist einfach vor 20.000 Zuschauern mit einem Vis-à-vis. Interessant. Einfach ganz was anderes als, wie wir gesagt haben, es ist ein anderer Sport. Und das wünsche ich euch ganz besonders, uns allen und allen Fußballfans auf dieser Welt. Ja, das wäre das schönste und wichtigste Moment. Und dass wir uns bald wieder im Europacup mit anderen Fans treffen und auf fremden Plätzen, Ortskernen, Stadtkernen, in Busse einsteigen und zum Stadion fahren. Im Juli werden wir schon irgendwo durchschlagen. Ne? Hoffentlich. Gut, also ich bedanke mich und danke mich bei den Hörern und Hörerinnen für die Geduld. 1:50, ich weiß nicht, ob das schon Rekord ist, aber ich glaube, wir haben viel Interessantes gehört, und ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Treue, und wünsche wie immer allen eine schöne Zeit. 1899 FM